Thank you.
So, meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Herzlichen Glückwunsch, aha, ja, dass Sie da sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so spät der Stunde, aber ja, es ist halt leider nicht anders möglich gewesen. So, meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Ah. Herzlichen Glückwunsch, aha, ja, dass Sie da sind. Können Sie mich noch hören? Ist es, bin ich noch zu hören? Ja. Vielleicht können Sie mal kurz ein Feedback geben, ob Sie mich jetzt hier nochmal hören können. Muss jetzt hier nochmal kurz die Lautstärke-Regelung, ja? Ist alles so, wie es sein sollte? Wird alles übertragen? Also ich kann mich zwar selbst hören, aber ich weiß nicht, ob Sie mich hören können. Ich muss die Lautstärke hier abdrehen, sonst hört man mich ja doppelt, ja? Alles sauber, okay. Ich freue mich, dass Sie da sind, ja? Excel frage ich natürlich auch nicht ab in der Klausur, ja? Also bevor Sie jetzt hier die Frage stellen, ich glaube, ja, das kommt ja natürlich immer, ja, so ein bisschen, ja, dass die Leute dann Angst haben, ja. Ich weiß jetzt nicht, ich werde jetzt nicht abfragen, wie man jetzt hier mit Excel zum Beispiel jetzt hier dann irgendwie die Regressionskoeffizienten ausrechnen kann, ja, das kommt natürlich nicht dran, ja, das ist ja klar. Aber das können Sie mal vielleicht mal selbst machen, wenn Sie wollen, ja. Okay, so, meine Damen und Herren, schönen guten Abend und ja, freue mich, dass Sie da sind, doch relativ viele, Okay, na mal sehen, wie das jetzt hier wird. Ich hoffe, dass Sie werden es nicht bereuen. Ich habe Ihnen jetzt eigentlich dasselbe Beispiel also jetzt hier dann vorbereitet mit Excel, was wir jetzt eigentlich auch in der Vorlesung gemacht haben. Ich würde Sie vielleicht bitten, wenn Sie wollen, ich habe jetzt hier das auch verlinkt, die Excel-Dateien herunterzuladen, wenn Sie mitmachen wollen. Ja? Also Sie können mich ja ruhig mal ein bisschen Stopp machen und so. Ja, wir haben jetzt hier keinen Zeitdruck, ja? Aber ansonsten kann es vielleicht dann doch sein, dass es vielleicht ein bisschen zu lang wird. Ja? Also ich will das jetzt hier doch nicht irgendwie zu sehr schleifen lassen. Okay. So, meine Damen und Herren, ja. Der harte Kern ist dabei, ja. Ja, dann fangen wir mal gleich an. Okay. Vielleicht gibt es hier nochmal kurz ein paar Anmerkungen und so. Dann, wie gesagt, dann hier. Ansonsten machen wir gleich, fangen wir gleich an jetzt hier, ansonsten jetzt hier, los geht's, ja. Late Night Show, ja, okay, wie Sie sagen, können ja passieren. Okay, also ich habe jetzt hier gleich jetzt hier dann nochmal die Folien für Sie, die sind jetzt hier dann extra nochmal verlinkt, also eigentlich im Prinzip das, was auch in der Vorlesung gemacht worden ist. Ich ergänze das jetzt hier mit Excel, ja, ich mache dann meistens immer die gleichen Beispiele, um jetzt hier dann eine gewisse Suggestion jetzt hier zu erreichen. Ja, mir geht's gut, vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja. Und ja, wie gesagt, sollte jetzt hier etwas passieren, teilen Sie es mir einfach mit, okay? Nein, also wie gesagt, die Vorlesungen gehen so weit, ja, wir haben das schon gemacht. Ich mache das jetzt hier nur mit Excel. Das heißt, ich mache jetzt eigentlich die gleichen Sachen wie in der Vorlesung auch. Wiederholt jetzt hier ein bisschen und zeige Ihnen, wie man jetzt hier dann mit Excel zum Beispiel den Mittelwert oder die Varianz ausrechnen kann. Ja, das ist eigentlich alles. Also wenn Sie sich das mal anschauen möchten und vielleicht nochmal selbst nochmal auch jetzt hier sich dann antun möchten. Also ein paar einfache Excel-Griffe zeige ich Ihnen dann auch. Also das wird jetzt hier auch nicht allzu kompliziert. Ja? Ich plane hier später das jetzt hier nochmal zu erweitern. Das heißt, es wird eine Serie daraus. Also beim nächsten Teil mache ich dann Hypothesentest. Das hatten wir noch nicht besprochen, deswegen machen wir das jetzt hier noch nicht. Also das wird dann Teil 2 sein.
Teil 3 wird die Multiple-Regression sein und Teil 4, wie gesagt, ich plane jetzt hier eine kleine Serie dazu, wird jetzt hier dann oder werden jetzt hier dann die Hypothesentests im Rahmen der Multiple-Regression dann sein. Also wie gesagt, das werden Sie dann auch nochmal sehen. Okay, wir machen jetzt hier so eine kleine Serie daraus, weil das ansonsten wird das jetzt hier dann zu lang für ein Video. Okay, meine Damen und Herren, dann, also es kommen jetzt hier noch weitere Videos zum Thema lineare Regression, wenn Sie das interessiert, ja, jetzt im Laufe der Veranstaltung, das hat schon ein bisschen was mit, schon eine gewisse praktische Relevanz und ich meine, ich rechne auch nicht mit der Hand, sondern vielleicht auch mit Excel oder so, mit R, ja, also heute machen wir noch kein R, jetzt hier dann dazu, aber beim nächsten Teil werde ich auch noch das auch noch dazu nehmen, okay. Also gut, wie gesagt, das sind jetzt hier nur ein paar sehr einfache Excel-Griffe. Das wird jetzt hier nicht allzu schwierig sein. Ja, also ich sage jetzt mal so, vielleicht vermute ich jetzt, das wird jetzt hier noch nicht reichen, ja, um jetzt hier so, ja, ich sage jetzt mal so eine Stelle bei der Deutschen Bank anzutreten, aber trotzdem vielleicht als Einstieg ist es mal ganz gut. Ja, okay. Also wenn Sie das nicht, wenn Sie noch damit nicht gearbeitet haben, wird es vielleicht jetzt mal Zeit, damit zu beginnen. Und ich empfehle, das jetzt hier dann auch zu tun. So, meine Damen und Herren, ja. Dann, also auch nochmal herzlich willkommen an alle. Und die Folien, wie gesagt, sind jetzt hier nochmal verlinkt. Zum Teil stammen wir jetzt hier noch aus der Vorlesung. Ich warte mal kurz, bis jetzt das hier losgeht. So, okay, dann einfache Regression. Also wir gehen jetzt hier einfach mal durch und wie gesagt auch die ganze Geschichte und so. Ja, damit Sie sich daran erinnern, Regression, Regressant, was ist das und so. Eine erklärende Variable und eine abhängige Variable gibt es. Wir machen die einfache Regression. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Fall nur eine erklärende Variable und wie gesagt, jetzt hier dann in der nächsten Teil in dieser Serie werde ich das jetzt hier dann auch nochmal erweitern, ja, also wo man jetzt hier dann mehrere hat. Okay, also Regressor, Regressant. Regressor ist die erklärende Variable, Regressant ist die abhängige Variable. Na, es gibt jetzt hier dann dieses Beispiel mit der Absatzmenge und den Vertretern. Ich habe jetzt hier dann, wie gesagt, die verschiedenen Regionen und so. Sie brauchen das jetzt auch nicht mitschreiben. Also wie gesagt, wenn wir das, ja, ist ganz gut, wenn Sie jetzt dieses Mal das jetzt hier dann nebenbei mit Excel machen, wenn Sie das machen möchten. Ja, ich zeige Ihnen, wie das geht. Die Dateien sind verlinkt. Also das heißt, das, was Sie jetzt hier dann sehen, müssen Sie auch nicht abschreiben. Ja, wir haben jetzt hier dann 8 Regionen von A bis H. Dann jetzt hier dann die entsprechende Anzahl der Vertreter in jeder Region. Und dann habe ich jetzt hier dann die entsprechende Absatzmengen in 1000. Okay? Und das sind jetzt hier dann die Daten. Und das ist jetzt hier dann etwas, was wir jetzt hier nochmal so ein bisschen dann auseinandernehmen werden. Ja, also wir werden das jetzt hier nicht mehr mit der Hand machen, sondern wir rechnen das jetzt hier dann quasi dann auch mit Excel nach alles. Ja? Und ich möchte jetzt hier dann wissen, den Zusammenhang zwischen Absatzmengen und Vertreter. Und wir suchen das jetzt hier natürlich auf einen linearen Zusammenhang. Deswegen machen wir ja die lineare Regression, meine Damen und Herren. Das ist jetzt hier das, was man jetzt hier dann hat. Okay, erklärende Variable, wie gesagt, kennen Sie ja schon. Ja? Das ist jetzt hier dann jedes Merkmal, welches jetzt hier in dem Fall das andere dann zu erklären versucht natürlich. Ja? Wir nennen es jetzt hier dann den Regressor. Und das ist jetzt hier dann bei uns natürlich die Anzahl der Vertreter. Ja? Ich möchte ja quasi dann die Vertreter benutzen, um die Absatzmenge zu erklären. Ja? Das ist jetzt hier die Größe, also quasi in der Praxis, wenn man jetzt hier das dann irgendwie bisschen da Schwierigkeiten hat, das zu entscheiden. In der Regel, also wenn Sie dann auf eine Größe einen direkten Einfluss haben, ja, also Sie zum Beispiel als Geschäftsführer können ja selbst entscheiden, wie viele Vertreter Sie dann losschicken und so, ja, dann können Sie die jetzt hier in dem Fall dann auch als erklärende Variable dann nehmen. Ja, jetzt hier in dem Fall für die abhängige Variable, denn wir wollen ja die Absatzmenge erklären. Ja. Okay, wir können ja hier dann die Absatzmenge natürlich nicht direkt beeinflussen. Also wir können jetzt nicht zu den Kunden hingehen und sagen, okay, also entweder du kaufst jetzt was oder sonst gibst du aus Maul. Ja? Also ich meine, sie können es da machen, aber das bringt nicht so viel. Ja? Okay, also das ist jetzt hier dann etwas, was ich jetzt hier dann nicht empfehlen würde. Also, das ist jetzt hier also, ne? Also erklärende Variable ist jene Variable, die erklärt und die abhängige ist dann die, die erklärt wird. Ja? Ich glaube, das ist jetzt hier dann nachvollziehbar. Ja? Und der heißt jetzt hier ein Regressant. Ja? Und das ist jetzt hier natürlich bei uns die Absatzmenge. Und für die benutzen wir jetzt hier dann Inflation Y. Okay, kennen Sie auch schon. So, Steuerdiagramm ist jetzt hier dann auch nicht schwer. Ne? Also so, das ist jetzt hier dann letztlich im Endeffekt, dass Sie dann die Punkte jetzt im Koordinatensystem eintragen. Ne? Also einmal x-Wert und dann y-Wert. Das ist x und das ist y. Okay? Und so sieht das jetzt hier dann die formale Schreibweise aus. Das kennen Sie auch schon. Und wenn ich das jetzt hier dann eintrage, wie gesagt, paarweise, ich mache das jetzt hier mal quasi jeden Punkt einzeln. Hier sind nochmal meine Daten. Punkt A ist jetzt hier dann hier, ne? Also 10 Leute haben jetzt hier dann 26.000 verkauft. Punkt B, ne? Also jetzt hier dann aus der Region B, 9 Leute haben 25.000 verkauft und so weiter und so weiter. Punkt C ist hier, 5 Leute, ne? Jetzt sind dann Absatz 2, jetzt sind dann 11.000. Punkt D, Punkt E, Punkt F, Punkt G, Punkt H. Ja, das sind jetzt hier dann sozusagen die Daten. Okay, sowas können Sie natürlich, also ich habe das auch mit Excel gemacht, deswegen können Sie auch mit Excel machen, ja? Okay. Hier sind jetzt hier dann auch nochmal, ne, also wie gesagt, hier ein Streudiagramm mit den Datenpunkten und so, erkennt man schon so einen positiven linearen Zusammenhang, den wollen wir jetzt hier so ein bisschen dann untersuchen. Ne? Also wenn jetzt hier in dem Fall dann die Anzahl der Vertreter erhöht wird, dann steigt zumindest tendenziell die Absatzmenge, natürlich nicht immer, aber tendenziell schon, ne? Das kennen Sie ja, ne? Also nicht immer. Ne? Vergleichen Sie zum Beispiel Region A
mit Region Dora. Region Dora haben mehr Leute weniger verkauft. Ne? Warum, weiß keiner, ist halt so. Ja, aber das ist jetzt hier so gewesen. Okay. Also wir wollen das jetzt hier dann analysieren und Streudiagramm können Sie jetzt in dem Fall mit Excel machen. Hier sehen Sie jetzt hier dann die Excel-Datei schon. Ja, also wenn Sie wollen, können Sie das jetzt hier nochmal selbst öffnen. Ich habe das jetzt hier vorbereitet. Okay, also wie gesagt, hier unten ist es jetzt verlinkt. Das ist zwar eine ältere Version, jetzt hier dann von Excel, was macht nichts. Also die Griffe, die ich jetzt hier dann quasi mache, die funktionieren auch bei den neuen. Und bei den neuen gibt es jetzt hier noch ein paar mehr andere Features. Ja? Okay, also wie gesagt, das sind jetzt hier so Standard-Features und die werden jetzt hier dann immer funktionieren. Ja, egal bei welcher Version. Also das, was sie, wie gesagt, diese Version kann, kann auch die andere und was sie dann wahrscheinlich haben und auch viel mehr. Ja, es gibt jetzt hier auch OpenOffice und so weiter. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier dann nicht irgendwelche großen Ticks für Solver oder so Zeug. Also das ist jetzt hier dann nur die wirklich die einfachste Version. Ja, sie haben jetzt hier dann quasi die Daten vor sich. Ja, und dann können sie zum Beispiel jetzt hier das dann einfach mal anklicken. Ja, okay, so wie das jetzt hier ist. Also sie, also mit der Maus, ne, sie fangen hier unten an und dann klicken das hier einfach mal an. Okay. Und da gibt es jetzt hier dann, wie gesagt, je nach Version irgendwo so Diagrammassistent oder Sie können zum Beispiel auch mit der rechten Maus das jetzt hier dann auch nochmal jetzt hier dann wählen. Also hier bei dieser Version ist es hier, bei einer anderen Version ist es natürlich immer woanders, aber es ist das völlig egal. Also Diagramm können Sie auch mal suchen gehen oder so, ja. Und dann suchen Sie das jetzt hier dann einfach aus. Sie klicken sich jetzt hier dann einfach durch und dann haben Sie jetzt hier sozusagen jetzt hier dann die entsprechenden Diagramme, die Sie jetzt hier dann haben wollen. Also das, so ist es jetzt hier, glaube ich, einfachster. Ja? Wie gesagt, das können Sie mal selbst immer nachsuchen. Das ist jetzt hier dann von Version zu Version verschieden, aber das ist jetzt hier dann eigentlich auch egal. Im Prinzip funktioniert es bei allen gleich. Okay? So, das ist jetzt hier nicht so wichtig, sondern wir wollen jetzt hier vielleicht mal anfangen mit konkreten Maßzahlen und so. Das erste ist jetzt hier das arithmetische Mittel. Das arithmetische Mittel kennen Sie ja bereits vielleicht, ne? Ich wiederhole es mal. Ja, also wer das nicht weiß, ja, bleiben Sie dann zu Hause, gehen Sie nicht in die Klausur. Also Sie sind ja zu Hause, aber gucken Sie lieber Fußball, ja, schauen Sie jetzt in der nicht die Klausur, ja. Also wer nicht weiß, dass es arithmetische Mittel ist, ja, ja, wie gesagt, da kommen Sie nicht durch. Okay, also arithmetisches Mittel, wie gesagt, jetzt hier nochmal kurz für, na, also jetzt gerade mal im Hinblick für die Vorständigkeit und so, Summe der Beobachtungen geteilt durch die Anzahl der Beobachtungen. Also ich summiere alles auf. Und teilt durch den Stichprobenumfang, ja, das kennen Sie ja, okay. Die Merkmalssumme ist ja die Summe der Beobachtung, kennen Sie ja auch schon, okay. Merkmalssumme geteilt durch den Stichprobenumfang ergibt das arithmetische Mittel. In der Summennotation sieht das jetzt hier natürlich so aus, also Summe von i gleich 1 bis n von xi. Xi steht ja für die i-te Beobachtung, nicht wahr? Also von i gleich 1 bis n und das jetzt hier dann, wenn Sie damit fertig sind, teilen Sie das jetzt hier dann durch n und haben Sie das arithmetische Mittel, okay. Ich zeige Ihnen das jetzt hier noch kurz erstmal mit den quasi jetzt hier dann mit den Originaldaten, also quasi dann mit der Hand. Ne? Sie haben jetzt hier dann sozusagen die Beobachtung für die Vertreter. Okay, wenn Sie das arithmetische Mittel berechnen wollen, ja, dann machen Sie jetzt hier dann auch, ich habe das jetzt hier nochmal geplottet, na, dann sehen Sie ja im Prinzip, was jetzt hier dann passiert. Ein Achtel ist jetzt hier, wir haben jetzt hier dann 8 Stück, ein Achtel mal jetzt hier dann die Summe der Beobachtung, gibt jetzt hier dann das arithmetische Mittel. Ich glaube, das sollte eigentlich klar sein, ja. Okay, wenn Sie das jetzt hier dann ausrechnen, 9,375, ne, das ist jetzt hier dann nicht schwierig. Und dann kann ich jetzt hier dann auch für die andere Stichprobe jetzt hier dann zu Y, kann ich das arithmetische Mittel ebenfalls bestimmen. Das arithmetische Mittel zu Y funktioniert analog. Ich summiere alle Beobachtungen dann auf, steht ja hier, und teile das jetzt hier dann durch den Stichprobenumfang. Also das sieht das jetzt hier dann so aus und heraus kommt jetzt hier dann 20,75. Na, durchschnittliche Anzahl, also durchschnittliche Verkaufsmenge beziehungsweise durchschnittliche Anzahl der Vertreter pro Region. Okay, so jetzt ist die Frage, okay, wie gebe ich das in Excel ein und so. Ich meine, das ist jetzt hier noch nicht schwierig. Okay, gibt es jetzt hier dann auch noch ein paar andere Tricks. Ich habe das jetzt hier vorbereitet, also wenn ich jetzt hier dann das vorbereite. Sie können einfach jetzt hier dann das Element einfach anklicken und da können Sie was reinschreiben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach Mittelwerte reingeschrieben oder sowas, ja. Okay, also das heißt hier, die Zeile daneben, kommen jetzt hier einfach die Mittelwerte rein. Das funktioniert bei jeder Version, okay. Und was Sie dann machen können, ist folgendes, Sie klicken erstmal das Element jetzt hier dann an. Also das heißt hier in dieses Kästchen soll jetzt hier in dem Fall dann bei den Vertretern, also die durchschnittliche Anzahl der Vertreter jetzt hier dann erscheinen. Das waren diese 9,375 und da gibt es eine Funktion dazu, passen Sie auf. Und die Funktion heißt ja Mittelwerte oder Mittelwert, ne? Sorry, Mittelwerte. Also das heißt, wenn Sie eine Funktion eingeben, schreiben Sie dann einfach ist gleich. Ja? Ich mache das jetzt ein bisschen langsamer, wenn Sie das jetzt hier ein bisschen mitmachen wollen. Ja? Schreiben Sie einfach in dieses Kästchen ist gleich. Okay? Und dann können Sie einfach die Funktion hinschreiben. Ich habe mir das immer angewöhnt, dass ich jetzt hier dann Funktionennamen immer groß schreibe. Ja? Das muss natürlich nicht sein. Also Sie können das jetzt hier auch mal mit kleinen Buchstaben jetzt hier dann machen. Okay, wie gesagt, schreiben Sie jetzt den Funktionennamen hin. Manchmal kommen auch schon, je nach Version, kommen schon auch die entsprechenden Vorschläge. Also wenn Sie zum Beispiel anfangen zu tippen, M, I, T, T und so, na, dann erscheint jetzt hier dann sozusagen auch manchmal eine Liste von Vorschlägen und so, wo Sie jetzt hier dann einfach was aussuchen können. Und ich habe das jetzt hier dann einfach Mittelwert, na, das ist die Funktion, die ich jetzt hier dann auswähle. Okay, also das ist eine Funktion bei Excel, die ich jetzt hier dann auswähle. Also wie gesagt, jede Funktion müssen Sie
mit x ist gleich deklarieren. Also sie schreiben ist gleich, dann schreiben sie den Namen der Funktion an den Mittelwert und dann machen sie eine Klammer auf, okay? Und wenn sie jetzt hier dann bei einer Funktion eine Klammer öffnen, dann erscheint jetzt hier sozusagen jetzt hier dann als Eingabeoption zum Beispiel jetzt hier dann oder entscheiden jetzt hier dann die Zahlen, die sie dann anklicken können, okay? So, wenn ich jetzt hier dann, na, es kann ich jetzt hier dann sagen, welche Zahlen das sein sollen, die klicke ich jetzt hier dann einfach an, das sollen jetzt hier dann die Zahlen sein, die sich jetzt hier dann, gucken Sie mal, hier von da bis dahin befinden. Dann können Sie Folgendes machen, Sie klicken einfach die 10 an, lassen das angeklickt und ist jetzt hier dann bis zu 7, okay? Das können Sie dann so machen, also das können Sie entweder direkt eingeben, hier ist es bei mir bei von B2 bis B9, also B2 Doppelpunkt B9, können Sie auch machen, also Sie können das jetzt über die Tastatur eingeben, B2 Doppelpunkt B9, das geht auch, oder Sie klicken es einfach an. Okay, wenn Sie das jetzt hier dann anklicken, funktioniert es dann auch. Dann machen Sie jetzt hier in dem Fall die Klammer zu. Also dort, wo Sie jetzt hier dann die Klammer öffnen, müssen Sie das auch zumachen. Wie gesagt, entweder direkt über die Tastatur oder halt anklicken. Ja, das ist dann egal. Das, wie gesagt, das versteht jetzt dann schon. Und dann drücken Sie dann auf Enter. Und wenn Sie da auf Enter drücken, erscheint jetzt hier dann der Mittelwert. So sieht es dann halt aus. Ja. Okay, so funktioniert eigentlich im Prinzip bei jeder Funktion. Ja. Ich zeige Ihnen das nochmal, damit Sie das sehen, weil das ist das, was eigentlich bei jeder Funktion passiert. Also wenn Sie das einmal gesehen haben, wie gesagt, müssen Sie nur den Namen der Funktion ersetzen. Also wenn Sie dann zum Beispiel die Varianz berechnen wollen oder so, müssen Sie dann nur erzählen, nur durch den Namen der Funktion ersetzen für die Varianz und dann war es das. Aber das ist jetzt hier dann genau das gleiche Prinzip. Ich zeige Ihnen das nochmal, ja. Also hier, wie gesagt, Sie klicken dann an, wo der Wert erscheinen soll. Dann drücken Sie auf ist gleich bitte bei der Tastatur. Dann geben Sie den Namen der Funktion ein. Ich mache das mit Großbuchstaben. Also wenn Sie jetzt hier dann Großbuchstaben sehen, dann gebe ich Ihnen meine Excel-Funktion ein. Nur, dass Sie sich darüber jetzt hier dann bewusst sind oder so. Okay, der Name der Funktion. Den kennt man, ja, aber wie gesagt, mit der Zeit lernen Sie das jetzt hier dann auch schon kennen. Das ist jetzt hier der Mittelwert. Also Mittelwert ist das arithmetische Mittel. Also das können Sie sich auch mal erklären lassen, im Übrigen von Excel. Ja, also wenn Sie dann nicht mehr wissen, was es ist oder so, machen Sie die Klammer auf. Dann klicken Sie die Elemente dann an, okay, oder geben das jetzt hier über die Tastatur ein. Die Koordinaten sind jetzt hier dann von B2 bis B9. Also hier sehen Sie, das ist die Spalte B und das ist hier dann von der Zeile 2 bis 9. Dann Klammer zu und dann drücken Sie auf Enter und erscheint jetzt hier dann der Wert. Ich habe jetzt hier Excel so konfiguriert, dass jetzt hier dann bei mir Punkt für ein Komma steht. Also wenn Sie jetzt hier dann 9.375 stehen, weil dann heißt es eigentlich 9 Komma, das kann man einstellen. Also man kann sozusagen einstellen, wie das jetzt hier dann die dezimalen Zahlen ausgegeben werden soll. Der Grund, warum ich das mit Punkten mache, ist, dass es bei einigen Software jetzt hier dann quasi erforderlich ist, dass es jetzt hier dann mit Punkt ist, sonst kann es jetzt hier nicht einlesen. Okay? Also nur, dass Sie sich darüber bewusst sind, das ist jetzt bei mir so eingestellt und ich habe das jetzt hier so gelassen, aber bei Ihnen, Sie können das jetzt hier dann nochmal umstellen, wenn Sie das wollen. Okay? So. Und wenn, das ist jetzt hier dann das Praktische, wenn jetzt hier dann auch quasi auf der, na, jetzt hier dann in der Spalte daneben das Gleiche erscheinen soll, dann müssen Sie das nicht nur mal eingeben. Sie klicken das jetzt hier dann auf das Element drauf, dann drücken Sie jetzt hier dann bei der Tastatur, ich habe das jetzt hier eingeblendet, Sie drücken jetzt hier dann String und dann C, ja, das heißt also Copy, na, das ist ja, das, ich glaube, das kennen Sie ja besser als ich, ja. Also, na, ich habe das jetzt hier nochmal eingeblendet, ja. Dann wird das Element dann markiert, dann fängt das jetzt hier ein bisschen an zu tanzen und so. Jetzt, ich habe das jetzt bei den Screenshots jetzt hier nicht drauf, weil ich jetzt hier unbedingt die Tastatur nochmal einblenden wollte, ja, dann haben Sie das Element markiert, dann gehen Sie jetzt hier dann in das entsprechende Element jetzt hier dann hinein, wo man jetzt hier sozusagen das auch mal die Mittelwerte für die Absatzmengen dann haben möchte und dann drücken Sie einfach jetzt hier dann Steuerung V, ja, und dann haben Sie jetzt hier sozusagen dann das Element dann eingefügt, also dann müssen Sie jetzt hier das dann nicht nochmal eingeben, also Excel weiß jetzt hier dann schon, dass das jetzt hier dann der Mittelwert hier für die Absatzmenge dann sein soll. Okay, alles klar? Ja, also wie gesagt, Sie können es aber auch nochmal eingeben, wenn Sie wollen. Okay, wer das jetzt hier noch nicht gesehen hat. So, dann habe ich die arithmetischen Mittel ausgerechnet. Ich hoffe, dass es nachvollziehbar war. Okay, jetzt machen wir das mit den mittleren quadratischen Abweichungen / Varianzen. Okay, also empirische Varianz / mittlere quadratische Abweichung. Okay. Alles klar? Wie gesagt, es gibt auch mehrere Möglichkeiten und so. Das ist jetzt hier nicht die einzige Möglichkeit, aber das ist zumindest mal eine, ja. Und ich zeige Ihnen das jetzt hier dann auch mal. Also erst berechnen wir das jetzt hier mit der Hand. Wenn ich das mit der Hand berechne, zunächst mal muss ich wissen, was es ist. Ich kenne ja die Formel. Na, das ist jetzt hier dann der Mittelwert aus den quadrierten Abweichungen zwischen einzelnen Beobachtungen im arithmetischen Mittel. Ja? Also Mittelwert der quadrierten Abweichung zwischen Beobachtungen und arithmetischen Mittel gibt ja die mittlere quadratische Abweichung. Das Ganze nennt sich jetzt hier in dem Fall dann auch empirische Varianz, okay? Alles klar? So, meine Damen und Herren, dann, ja, also auch gibt es jetzt hier dann noch den Verschiebungssatz, okay, jemand fragt mich, wie lange das geht, also ich weiß es nicht genau, ich glaube aber, ja, ich habe jetzt hier so jede Menge Folien schon, also ich glaube, das geht so ein bisschen länger, mal gucken, also ich glaube 1,5 bis 2 Stunden bestimmt, ja, mal sehen, wie lange das jetzt hier noch geht. Okay, tun Sie sich das mal vielleicht mal an. Okay, also,
Jetzt hier in dem Fall Verschiebungssatz. Geht auch. Ne? Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Ne? Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Ich habe den jetzt auch schon häufig Erzählern erzählt. Ne? Okay, alles klar. So, das ist ja so, wie das jetzt hier mit der Hand berechnet. Sie gesagt, Sie können sich jetzt hier das dann aussuchen. Ich mache das jetzt hier mit dem Verschiebungssatz. Okay, also für die beiden Stichproben. Dazu brauche ich das arithmetische Mittel. Und wenn ich das arithmetische Mittel dann habe, dann kann ich jetzt hier dann quasi, wenn ich das jetzt mit der Hand mache, jetzt hier mit dem Verschiebungssatz die empirische Varianz oder Schrägstrich, die mittlere quadratische Abweichung jetzt hier dann ausrechnen. Ja? Okay, also nochmal, Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Hier steht es ja, ne? Ein Achtel mal die Summe der Quadrate ergibt jetzt hier in dem Fall den Mittelwert der Quadrate. Ne? Und minus Quadrat des Mittelwerts, dann haben Sie natürlich das hier. Ne? Also hier Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts, das kennen Sie ja schon. Okay, und wenn Sie das jetzt hier dann ausgerechnet haben, dann bekommen Sie jetzt hier dann diesen Wert jetzt hier dann für die Varianz raus. Alles klar? So. Das mache ich jetzt immer für beide Stichproben, damit Sie das jetzt hier dann sehen. Das Prinzip ist jetzt hier dann auch für y das gleiche. Hier sehen Sie jetzt hier nochmal die Stichprobe jetzt hier dann zu y. Das war das arithmetische Mittel dazu, das hatten Sie ja schon ausgerechnet. Okay, dann die mittlere quadratische Abweichung auch hier. Ne? Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Ne? Also hier sehen Sie das dann auch. Ne? Ein Achtel mal die Summe der Quadrate ergibt jetzt hier dann quasi den Mittelwert der Quadrate aus den Beobachtungen. Also Sie quadrieren die Beobachtung, summieren Sie auf, teilen Sie durch den Stichprobenumfang, dann haben Sie den Mittelwert der Quadrate. Und dann sehen Sie dann, update Sie dann das Quadrat des Mittelwerts. Und dann, ne, wie gesagt, das ist jetzt hier dann genau das gleiche Prinzip. Und deswegen, also, ne, wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen das jetzt hier dann quasi bei Excel sehen und jetzt nicht irgendwie mit der Hand oder so. Aber natürlich müssen wir wissen, was jetzt hier der Computer macht, wenn wir das jetzt hier dann quasi ausrechnen. Also deswegen blende ich jetzt hier auch mal die Handversion jetzt hier nochmal ein. Okay? So. Und dann kann man jetzt hier dann noch die Standardabweichung ausrechnen. Die Standardabweichung berechnen Sie natürlich ganz leicht, wenn Sie jetzt hier dann einfach die Wurzel aus den Varianzen ziehen. Ja? Also na, bei dem einen ist jetzt hier dann 2,78 ja, ungefähr und bei dem anderen ist jetzt hier dann 5,3 ungefähr. Ja? Also damit können Sie sozusagen mit dem Mittelwert zusammen jetzt hier dann einen Bereich festlegen. Also Mittelwert plus minus die Standardabweichung gibt in den Bereichen, wo die meisten Beobachtungen liegen. Das kennen Sie ja. Okay? So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie man das jetzt hier dann mit Excel macht. Also hier habe ich jetzt hier mal vorbereitet. Ich habe jetzt einfach mal für die Varianzen der beiden Stichproben, habe ich das jetzt hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Ja. Okay, und dann können Sie sich das jetzt hier dann mal quasi dann ausgeben lassen. Ja, also wie gesagt, auch da kommt eine Funktion, da wird jetzt hier dann eine Funktion dann aufgerufen. Ja, Sie geben jetzt hier dann ein ist gleich und die Funktion, wie sie heißt, ja, ich verrate es Ihnen, die heißt nicht Varianz, sondern die heißt Varianzen. Die Funktion Varianz ist nämlich was anderes. Okay, also geben Sie dann Varianzen ein und bekommen Sie die mittlere quadratische Abweichung. Wenn Sie die Funktion Varianz, ja, also ohne en, eingeben, dann bekommen Sie was anderes raus. Was es ist, das schauen wir uns auch mal gleich an. Ja, okay, also die Funktion für die mittlere quadratische Abweichung heißt Varianzen. Ja, okay, warum weiß ich nicht. Das, wie gesagt, das war nicht mehr. Also ich habe das nicht programmiert. Ja, okay. Müssen Sie sich bei Bill Gates beschweren. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier so heißt. Ne? Ist auch egal. Also Varianzen. Ja, dann machen Sie wieder die Klammer auf. Ja, und dann möchten Sie sozusagen jetzt hier dann die Varianz, also die empirische Varianz oder beziehungsweise mittlere quadratische Abweichung von den Vertretern ausrechnen. Dann klicken Sie das jetzt hier dann an. Entweder mit der Maus. Ja. Oder Sie geben das jetzt hier dann über die Tastatur ein. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber es ist egal. Also suchen Sie sich jetzt hier dann quasi Ihre eigene. Das ist vielleicht Ihr eigener Stil, wie Sie das jetzt hier dann bei denen ist, wo ich komme, wurscht, ja. Und dann, also wie gesagt, es ist wieder von B2 bis B9, okay. Dann machen Sie die Klammer zu, ja. Also Sie können das, wie gesagt, auch über die Tastatur dann eingeben, das ist überhaupt kein Problem. Und dann drücken Sie bitte auf Enter, okay. Und dann erscheint jetzt hier dann die mittlere quadratische Abweichung, die wir jetzt hier dann auch aus der Stichprobe vorhin jetzt hier dann gesehen haben, wo wir das jetzt mit der Hand ausgerechnet hatten und so, ne. Das ist ja, glaube ich, jetzt hier dann mittlerweile schon nachvollziehbar, okay? Alles klar, und jetzt hier dann auch die mittelempirische Varianz jetzt hier dann für die andere Stichprobe und der Vorteil ist, wie gesagt, ich muss es nicht nochmal eingeben, ich kann einfach Copy und Paste machen, ja, also ich klicke das hier an, drücke jetzt hier dann auf Steuerung, dann drücke ich jetzt hier dann auf C, ja, dann wird das jetzt hier dann quasi kopiert, okay, dann sieht das jetzt hier dann so aus, es ist jetzt hier so ein, na, fängt an so zu tanzen, na, also wie gesagt, gut, bei mir nicht, ich habe jetzt mit Screenshots gemacht, nicht, dass das Mittel drin jetzt hier quasi Excel dann abfriert, ja, ist ein bisschen blöd, ja, okay, und dann drücken Sie, dann gehen Sie jetzt hier dann quasi in das Kästchen, wo Sie das jetzt hier dann für die entsprechende Stichprobe dann haben möchten.
Okay, und dann drücken Sie wieder auf Steuerung und dann jetzt hier dann auf V und dann erscheint jetzt hier dann der Wert jetzt hier dann für die mittlere quadratische Abweichung der anderen Stichprobe. Sie müssen das jetzt hier nicht nochmal eingeben. Okay, ich werde das jetzt hier auch mal häufig machen, ja, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen werden, ja, mit diesem Dinger. So, jetzt hier da unten mache ich jetzt hier dann die Standardabweichung rein. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten und so. Die Standardabweichung ist ja die Wurzel aus der Varianz und dann gibt es auch eine Funktion, die Wurzel heißt. Sie können Sie das jetzt hier eingeben. Also Sie klicken dann an, Wurzel, Klammer auf, ja, über die Tastatur. Dann klicken Sie das Element an, wovon dem jetzt Sie dann die Wurzel haben wollen, machen die Klammer zu und dann drücken Sie auf Enter. Und wenn Sie dann auf Enter drücken, dann erscheint jetzt hier dann die Wurzel aus diesem Wert und dann haben Sie jetzt hier dann das hier. Okay? Das ist jetzt hier dann die eine Möglichkeit, wie man das jetzt hier dann. Wie man das jetzt hier dann eingeben kann. Und da gibt es jetzt hier auch noch eine andere zum Beispiel. Also das, wie gesagt, Sie können auch hier wieder Copy and Paste machen. Also das heißt, dann wird ja die Wurzelfunktion jetzt hier dann angewandt jetzt hier oder na, jetzt hier dann für das Element jetzt hier dann da drüber. Oder Sie machen zum Beispiel Folgendes, Sie geben das Element dann selbst ein. Ja, also hier sozusagen C12 ist jetzt hier dann bei mir, wo die mittlere quadratische Abweichung jetzt hier dann vor der Absatzmenge dann steht. Und da gebe ich jetzt hier dann dieses Dreieck hier ein, also hoch 0,5. Okay, wie gesagt, bei mir ist Punkt, Komma, ja, weil ich habe das jetzt hier dann die englische Version, habe ich das jetzt hier dann eingestellt, ja, dass es jetzt hier dann von anderen Software dann eingelesen werden kann. Okay, alles klar, also wie gesagt, bei Ihnen wahrscheinlich noch mit Komma, wenn Sie die deutsche Version benutzen. Ich habe jetzt hier dann quasi jetzt hier dann die englische Version, weil ich brauche die, damit jetzt hier eine andere Software dann einlesen kann. Okay, und dann gebe ich jetzt hier dann ein 0,5, also dieses Dreieck, ja, das finden Sie jetzt hier dann ganz oben, jetzt hier dann auf der linken Seite, also bei Ihnen auf der Tastatur jetzt hier dann ganz oben. Sie sehen es ja, das ist so ein kleines Dreieck hier, okay, bei der deutschen Tastatur jetzt, okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie die deutsche Tastatur haben, ja. Also ganz oben links jetzt in der Ecke, da finden Sie das, dieses Dreieck. Wenn Sie draufdrücken, erscheint es nicht unbedingt, ja. Dann müssen Sie einfach jetzt hier dann einfach draufdrücken, dann 0,5 eingeben, dann sehen Sie es dann schon. Okay, und wenn Sie dann auf Enter klicken, ja, dann, wie gesagt, haben Sie jetzt hier dann die Wurzel aus diesem Wert gezogen. Also das ist eine andere Möglichkeit, wie man das eingeben kann. Ist ja völlig egal. Ja, okay, so sieht es aus. Ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen, ja, okay. Und ja, jetzt machen wir weiter. Stichprobenvarianzen, das kennen Sie ja, ja. Das sind jetzt hier dann die erwartungstreuen Schätzungen. Das kennen Sie ja mittlerweile schon. Ne? Also bei den Stichprobenvarianzen, also dann nutzt ihr das hier nochmal sehen, ja, muss ich ja im Prinzip jetzt hier dann die systematischen Schätzfehler korrigieren. Also das heißt, wenn ich jetzt hier dann den Mittelwert der quadrierten Abweichung jetzt hier dann bestimmen möchte, dann teile ich ja nicht durch die Anzahl der Beobachtungen, sondern ich teile das dann durch die Anzahl der Freiheitsgrade. Ne? Sie erinnern sich ja daran. Also nicht 1 geteilt durch n, sondern 1 geteilt durch n minus 1. Das gehört jetzt hier dann zwar nicht unbedingt zur Regression dazu, aber ich mache das für die Vollständigkeit auch nochmal mit rein. Ja, für Excel könnte es ja vielleicht auch interessant sein oder so. Wenn Sie jetzt hier dann statt der mittleren quadratischen Abweichung die Stichprobenvarianz jetzt hier dann vielleicht haben wollen oder so, ja, machen wir das jetzt hier dann auch. Okay, so sieht das jetzt hier dann aus. Das ist jetzt hier dann die Anzahl der. Na, das ist jetzt hier in dem Fall dann die Anzahl der Freiheitsgrade, kennen Sie auch. Ich kläre das jetzt hier nochmal auf den Folien. Okay, und was ist jetzt hier dann der Unterschied zwischen der korrigierten Stichprobenvarianz und jetzt hier dann der mittleren quadratischen Abweichung? Wie gesagt, bei der mittleren quadratischen Abweichung teilen Sie die Summe der quadrierten Abweichung zwischen Beobachtungen im arithmetischen Mittel nicht. Also bei der mittleren quadratischen Abweichung teilen Sie das jetzt hier dann durch den Stichprobenumfang und bei der korrigierten Stichprobenvarianz teilen Sie das, meine Damen und Herren, durch die Anzahl der Freiheitsgrade. Das ist eigentlich der Unterschied. Das heißt, eigentlich könnten Sie dann das eine in das andere problemlos umrechnen, wenn Sie wollen. Ja? Okay? Also wenn Sie das jetzt hier dann mit dem vergleichen, ja, wenn Sie jetzt beispielsweise die mittlere quadratische Abweichung d Quadrat, ja, mit n multiplizieren, haben Sie ja die Summe hier stehen. Und das ist jetzt hier dann das Gleiche, als wenn Sie jetzt hier dann die korrigierte Stichprobenvarianz mit n minus 1 multiplizieren, dann haben Sie nämlich die gleiche Summe hier stehen. Ne? Also wenn Sie jetzt hier dann diese Gleichung jetzt hier nach der Summe auflösen, dann haben Sie jetzt hier dann s Quadrat mal n minus 1 und hier bei der, wenn Sie jetzt hier nach der Summe auflösen, haben Sie d Quadrat mal n. Und das ist jetzt hier dann das Gleiche. Ja? Das heißt, aus dem können Sie eigentlich im Prinzip, also aus dem einen können Sie im Prinzip jetzt hier dann problemlos auch das andere umrechnen. Wenn Sie das machen möchten, können Sie das auch gerne tun, weil der Nachteil ist jetzt hier dann, dass für die korrigierte Stichprobenvarianz eben kein Verschiebungssatz gibt, ja. Und wer trotzdem quasi jetzt hier dann mit einem Verschiebungssatz arbeiten möchte, der muss dann quasi aus der mittleren quadratischen Abweichung die Stichprobenvarianz umrechnen. Das können Sie gerne machen im Übrigen, ja. Das ist jetzt hier nicht verboten, ja. Okay, also sozusagen, wenn Sie dann quasi die Stichprobenvarianz ausrechnen wollen, dann über die mittlere quadratische Abweichung können Sie das jetzt hier dann tun. Ich werde das jetzt hier auch auf den Folien machen. Gucken Sie mal. Ja, also wenn ich jetzt hier sozusagen
die korrigierte Stichprobenvarianz jetzt hier dann berechne. Dann berechne ich jetzt hier dann nicht direkt aus den Daten, weil ich habe ja schon die mittlere quadratische Abweichung bestimmt, ja, sondern ich berechne das jetzt hier dann aus der, na, also die korrigierte Stichprobenvarianz berechne ich jetzt hier dann direkt aus der mittleren quadratischen Abweichung, wie Sie sehen. Ne? Ich multipliziere sozusagen die mittlere quadratische Abweichung mit n und teile das jetzt hier dann durch n minus 1. N ist jetzt hier dann 8, ja. Wir haben ja 8 Beobachtungen, ja? Also das heißt, ich nehme jetzt hier dann die mittlere quadratische Abweichung mal 8 geteilt durch 7, ja. Und dann war es das, ja. Dann haben Sie sozusagen jetzt hier dann die korrigierte Stichprobenvarianz ausgerechnet. Also wie gesagt, es gibt keinen Verschiebungssatz für die korrigierte Stichprobenvarianz, aber so kommen Sie nochmal drum herum, okay. Und hier kann ich jetzt hier nur einen Rundungswert angeben, weil der Wert nicht durch 7 teilbar ist. Aber ich hoffe, das ist jetzt hier, glaube ich, nicht so schlimm, ja? Okay, und das Gleiche kann ich jetzt hier dann auch machen für die andere Stichprobe. Ich kann ja auch hier daraus die Wurzel ziehen. Ja, wenn ich jetzt hier daraus letztendlich im Endeffekt die Wurzel ziehe, habe ich ja die geschätzte Standardabweichung für die Grundgesamtheit. Ne? Also jetzt hier dann nicht für die Stichprobe, sondern das ist jetzt hier dann die Schätzung, die Erwartungstreuschätzung für die Standardabweichung. Ne? Also das heißt, hier kann ich dann auch die Wurzel ziehen aus der korrigierten Stichprobenvarianz. Okay, habe ich jetzt hier dann die sogenannte, ja, geschätzte Standardabweichung, nenne ich jetzt hier mal, weil die heißt auch dummerweise Standardabweichung, aber ich nenne es jetzt hier einfach mal die geschätzte Standardabweichung. Okay, alles klar. So, und das Gleiche kann ich jetzt hier noch machen für die andere Stichprobe. Dann mache ich jetzt hier nochmal. Ja, also jetzt hier dann für die Stichprobe von Y. Hier war das arithmetische Mittel. Hier ist die mittlere quadratische Abweichung. Wenn Sie jetzt hier dann die Stichprobenvarianz ausrechnen wollen oder müssen, ja, müssen meistens, ja, dann können Sie das jetzt hier dann auch direkt über die mittlere quadratische Abweichung tun. Sie müssen das jetzt hier nicht nochmal direkt über die Daten nochmal neu bestimmen, ja. Das heißt, Sie nehmen jetzt hier einfach mal die Formel. Okay, die ich jetzt hier dann gegeben habe, ja, also quasi das jetzt hier dann, dass sie dann die aus der mittleren quadratischen Abweichung die korrigierte Stichprobenvarianz ist, sie dann quasi umrechnen, indem sie jetzt hier dann die mittlere quadratische Abweichung mit 8 multiplizieren und das durch die 7 teilen, ja, weil wir jetzt hier dann 8 Beobachtungen haben. Alles klar? So, und dann haben sie im Prinzip jetzt hier dann auch entsprechend, das ist der exakte Wert, ja, und hier habe ich jetzt hier dann nochmal einen gerundeten Wert, weil dieser Wert jetzt hier dann nicht durch 14 teilbar ist, ja. Ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen, ja. Und auch hier können Sie jetzt hier dann die Wurzel ziehen, ja, für die geschätzte Standardabweichung, jetzt hier dann für die Absatzmenge. Also das ist jetzt sozusagen die erwartungstreue Schätzung, Sie kennen sie ja, ne. Also, ne, wissen Sie ja, die mittlere quadratische Abweichung ist ja nicht erwartungstreu, okay. Deswegen, wenn man jetzt hier dann die Varianz für die Grundgesamtheit jetzt hier dann schätzen möchte, dann benutzt man ja die Stichprobenvarianz. Okay, alles klar? So, meine Damen und Herren, dann können Sie das jetzt hier nur noch bei Excel machen. Ich habe jetzt hier dann unten vorbereitet, also Stichprobenvarianz. Das hat jetzt hier nicht mehr ganz hingepasst, deswegen habe ich das ein bisschen abgekürzt, ja. Die Funktion Stichprobenvarianz, oder wenn man das jetzt hier dann eingeben würde, heißt, meine Damen und Herren, Varianz, ohne Varianzen, ja. Also Varianzen war die mittlere quadratische Abweichung, die hatten wir schon benutzt, die war hier. Und die Stichprobenvarianz heißt dann nicht Varianzen, sondern Varianz. Ja? Okay, also das heißt, wenn Sie dann eingeben bei Excel Varianz, ja, dann bekommen Sie nicht die mittlere quadratische Abweichung raus, sondern die korrigierte Stichprobenvarianz. Ja, wie gesagt, warum? Beschweren Sie sich nicht bei mir. Ja, ich habe das jetzt hier nicht gemacht, okay? Alles klar, ja, also wie gesagt, und dann machen Sie genau das Gleiche, Funktionen, also erstmal ist gleich eingeben, dann den Funktionennamen eingeben, ich mache das jetzt mit Großbuchstaben, damit Sie dann immer sehen, dass das jetzt immer eine Funktion ist, okay, dann Klammer auf und dann klicken Sie sozusagen jetzt hier in dem Fall, jetzt sieht das dann an, okay, und dann habe ich jetzt hier, ne, im Prinzip jetzt hier das dann, ne, ungefähr, ne, also Sie sehen das jetzt hier dann, ne, von B2 bis B9 und so weiter und jetzt hier in dem Fall dann die korrigierte Stichprobenvarianz, die jetzt hier dann rauskommt. Ne? Okay, also drücken Sie auf Enter. Ne? Okay, alles klar. Wie viele Tasten meine Klavier hat? Ja gut, Klavier hat 7 Oktaven. Es sind 7, also eine Oktave sind zwar 8 Töne, aber sind jetzt hier dann nur 15 Tasten, ne? Also 14 plus 5. Ich glaube, ich weiß gar nicht, nee, 12 sind es, ich weiß nicht genau. Also, ne? 8 Oktaven, also ich weiß nicht genau, muss jetzt mal gucken, also ich glaube irgendwie sowas wie, ja, 7 mal 12 mal plus die 3 noch, irgendwie sowas, ja, also, aber gut, das braucht jetzt nicht zu interessieren. So, okay, also Sie klicken das an und dann, auch hier in dem Fall, ja, Copy und Paste, ja, kann ich jetzt einmal machen über STRG C, ja, dann haben Sie das jetzt hier, also wie gesagt, halten Sie STRG gedrückt und dann C, ja, das kennen Sie ja, okay, und dann einfach hier einfügen, ja, okay, also STRG V, ja, und dann erscheint das jetzt hier auf der quasi, na, für die andere Stichprobe und dann sieht das jetzt hier dann bei mir so aus und dann haben Sie das sozusagen jetzt hier das dann auch bestimmt, ja, dann haben Sie die korrigierten Stichprobenvarianzen drin. Die brauche ich zwar jetzt hier dann nicht für die Regression, aber im Prinzip kann ich das jetzt hier dann trotzdem mal mit Excel dann auch mal ausgeben lassen, wenn ich will, ja, okay.
Und hier ist es natürlich auch zu erkennen, dass die korrigierten Stichprobenvarianzen jetzt hier auch in der Regel größer sind, ne? Weil ich jetzt hier dann durch eine kleinere Zahl teile. Also wenn ich durch eine kleinere Zahl teile, dann kommt natürlich jetzt hier auch was Größeres heraus. Außer ich teile mit, also ich teile jetzt hier dann die Null mit etwas, ne? Also wenn jetzt hier dann alle Beobachtungen gleich sind, dann nicht. Aber ansonsten ist es jetzt immer die Stichprobenvarianz größer als die mittelquadratische Abweichung, meine Damen und Herren. Ja? Okay? So, meine Damen und Herren, dann Fehlerkorrektur mit den Freiheitsgraden, kennen Sie auch schon. Also hier nochmal so ein bisschen die Intuition nochmal wiederholt, warum und so. Wenn ich die Varianz der Grundgesamtheit schätzen will, bräuchte ich ja den Erwartungswert. Den kenne ich aber nicht, weil ich die Grundgesamtheit nicht habe. Das heißt, den Erwartungswert muss ich dann auch schätzen. Wenn die erste Schätzung nicht hinhaut, na, für den Erwartungswert, da kann natürlich jetzt in dem Fall auch die Varianzschätzung nicht hinhauen. Ja? Das heißt, es gibt jetzt sozusagen einen systematischen Schätzfehler, der dadurch entsteht, dass ich eine Schätzung innerhalb einer Schätzung jetzt hier dann habe. Okay, und deswegen jetzt in dem Fall, ja, also systematische Schätzfehler, der war jetzt bei der Varianzschätzung, das ist jetzt hier dann der Erwartungswert unbekannt ist, okay. Und das ist ja sozusagen jetzt hier mittlerweile schon nachvollziehbar, das heißt, ich muss jetzt hier dann sozusagen jetzt hier dann eine systematische Schätzfehler korrigieren, ja. Alles klar, so, und dann sieht das jetzt hier so aus, die Lösung jetzt in der Schätzkorrektur mit den Freiheitsgraden, ja, also das, wie gesagt, ich teile jetzt hier dann nicht durch die Anzahl der Beobachtungen, sondern durch die Anzahl der durch die Anzahl der Freiheitsgrade, ja, wo ich das Schwert habe aus Japan, ja, ich habe das aus Japan mitgebracht und dann den Ständer habe ich jetzt hier noch gekauft. Den Ständer habe ich hier gekauft, also das Schwert aus Japan. So, okay, meine Damen und Herren. Lösung, Schätzkorrektur mit den Freiheitsgraden. Okay, also S Quadrat, und dann kennen Sie jetzt hier dann schon, das sind jetzt hier dann die Freiheitsgrade. Freiheitsgrade, was ist nochmal? Anzahl der Beobachtungen minus Anzahl der zusätzliche schätzenden Parameter. Das ist natürlich keine offizielle Vorlesung hier, ja. Wie gesagt, aber das sind jetzt hier dann Sachen aus der Vorlesung. Also ich wiederhole jetzt hier nochmal und mache das jetzt hier nochmal so ein bisschen mit Excel noch dazu, ja, wenn das jetzt hier dann will. Kann sich das jetzt hier dann gerne mal antun. Okay? So, meine Damen und Herren. Also, Anzahl der Beobachtungen minus Anzahl der zusätzlichen Schätzungen. Ja, das sehen Sie ja. Und die zusätzlichen Schätzungen, also wie habe ich jetzt hier dann einen Parameter, den ich jetzt hier dann schätzen muss, nämlich den Erwartungswert, meine Damen und Herren. Ja? Okay? Also, das ist jetzt hier sozusagen auch eine Wiederholung jetzt hier dann der Konzepte. Die Folien kennen Sie ja schon zum Teil. Ja? Okay? So. Kovarianz und Korrelation kann ich ja mit Excel dann auch berechnen. Ich wiederhole jetzt mal ganz schnell, was die Kovarianz ist. Also wie man das dann die Kovarianz ausrechnet, sehen Sie ja hier. Und das ist jetzt hier dann nichts anderes als xi minus x quer mal yi minus y quer. Na, Sie berechnen sozusagen jetzt hier dann die Abweichung bei x und dann die Abweichung von y. Na, zum jeweiligen arithmetischen Mittel, dann multiplizieren Sie das und dann berechnen Sie jetzt hier dann den Mittelwert daraus. Ja, also das ist sozusagen jetzt hier dann auch das, was hier in der Vorlesung gemacht wurde. Ne? Also der Mittelwert aus dem Produkt der Abweichung der jeweiligen Beobachtung zum arithmetischen Mittel aus beiden Stichproben. Das ist jetzt hier dann die Kovarianz. Okay? Diese Formel ist jetzt hier dann nicht so praktisch, aber können Sie ja trotzdem verwenden. Oder da gibt es jetzt hier dann auch einen Verschiebungssatz und den kennen Sie ja auch schon. Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte, ja, also Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte. Sie multiplizieren ja sozusagen aus den Beobachtungspaaren, ja, multiplizieren Sie jetzt die jeweiligen Beobachtungen jetzt miteinander, okay, aus beiden Stichproben, dann berechnen Sie daraus die Summe, okay, dann, na, die Summe teilen Sie dann durch n, dann haben Sie ja den Mittelwert, das heißt, hier sehen Sie den Mittelwert der Produkte und von dem Mittelwert der Produkte ziehen Sie dann ab das Produkt der Mittelwerte, ne? Also hier sehen Sie es nochmal, Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte, okay? Also das ist ja sozusagen jetzt hier dann der Verschiebungssatz. Ich mache das jetzt hier dann für beide nochmal, damit Sie das jetzt hier nochmal wiederholen. Also wie gesagt, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schwierig, ja? Hier sind ja jeweils die Beobachtungspaare, ja, ich habe jetzt hier sozusagen dann eingekreist, ja? Die arithmetischen Mittel brauche ich jetzt hier noch dafür, wenn ich die Kovarianz berechnen will. Und wenn ich das jetzt mit der ersten Formel mache, wie gesagt, ich zeige Ihnen dann beide Formeln, ja? Also jetzt hier dann mit der ersten Formel steht ja hier, ne? Okay, also das heißt, ich mache jetzt hier dann Folgendes, ja? Also für die Kovarianz, das sehen Sie ja hier, ein Achtel mal die Summe der Produkte aus den Abweichungen zwischen Beobachtungen und jeweiligen arithmetischen Mitteln. Also sehen Sie ja 10 minus 9,375, ne? 10 minus 9,375, also, ne? Mal 26 minus 20,75. Ne? Das ist jetzt hier dann so das Produkt aus dem ersten. Okay, und so geht es jetzt hier dann weiter. Das ist das Produkt aus dem zweiten, das ist das Produkt aus dem dritten, das Produkt aus dem vierten, das Produkt aus dem fünften, aus dem sechsten, aus dem siebten und aus der achten Beobachtung. Okay? Also das ist ja sozusagen jetzt hier auch schon, was Sie bereits kennen, meine Damen und Herren. Ja? Okay. Hier sozusagen jetzt hier nochmal so ein bisschen wiederholt. Ja? Also das ist natürlich immer, ja, ich sag jetzt mal Pain in the Ass, ja, weil das schon ein bisschen schwierig ist oder so, ja. Also nicht schwierig, aber so ein bisschen umständlich mit Taschenrechnen. Also wir haben zu viele Klammerchen und so. Also ich glaube, irgendwie bei 10 Klammern ist bei mir Schluss. Also ich habe da meistens keine Lust, jetzt hier sowas dann einzugeben. Aber
Wie gesagt, manchmal kann ich es mir jetzt nicht aussuchen, ja, ist auch egal. Also herauskommt jetzt wieder, wenn Sie sich nicht vertippt haben, was ich jetzt hier vielleicht mal kurz mal wünschen würde, ja, weil wie gesagt, ich vertippe mich ja dauernd, also bis ich das eingebe, ja, kriege ich ja schon graue Haare. Also ich 11,78175 ist jetzt hier dann die Kovarianz, wenn ich das jetzt hier mit der ersten Formel berechne. Okay? So, meine Damen und Herren, dann die Kovarianz mit der zweiten Formel. Ja, kann man jetzt hier dann auch nochmal machen. Oder mit dem Verschiebungssatz, also ist ja genauer, ja. Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte. Kennen Sie auch schon. Hier ist nochmal die Formel eingeblendet. Ja, wenn ich jetzt in der Mittelwert der Produkte berechnen will, ein Achtel mal die Summe der Produkte aus den jeweiligen Beobachtungsbahnen. Also ich habe jetzt hier dann 10 mal 26 plus 9 mal 25 plus 5 mal 11 plus 13 mal 22 plus 14 mal 28 plus 9 mal 19 plus 8 mal 16 plus 7 mal 19. Mittelwert der Produkte, meine Damen und Herren. Ja, und davon ziehen Sie ab. Das ist ja, ich brauche keine Klammerchen, ja. Das sehen Sie, merken ja hier. Das ist jetzt hier, glaube ich, auch praktisch. Ja? Okay, auch selbst quasi mit der Hand, ne? Okay. Weißt du, wenn die gleiche kommt, wenn die gleiche Zahl kommt mehrere Mal, dann geben Sie jetzt einfach die gleiche Zahl mehrere Mal ein. Ja, also ist im Prinzip dann egal, ob eine 7, eine 8, eine 9 oder eine 10 steht, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, also wie gesagt, Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte. Ja, okay, und dann ziehen Sie jetzt hier dann ab, jetzt hier in dem Fall dann das Produkt aus den arithmetischen Mitteln und dann haben Sie jetzt hier dann auch die Kovarianz ausgerechnet. Okay, also da kommt jetzt hier dann das Gleiche raus und ich glaube, die meisten von Ihnen würden jetzt hier dann das mit dem Verschiebungssatz machen. Also wie gesagt, wenn es geht, mache ich es ja. Mache ich jetzt in dem Fall die entsprechende Formel jetzt wieder mit dem Verschiebungssatz, ja. Okay, alles klar. So, jetzt wie gesagt, jetzt sind dann Kovarianz mit dem Verschiebungssatz und dann, ja gut, wie mache ich das jetzt hier mit Excel? Also gut, positive linearer Zusammenhang, das ist klar, die Kovarianz ist positiv. Okay, sieht man ja hier dann einen positiven Trend. So, dann aber wie gesagt, die Kovarianz, anhand der Kovarianz kann ich jetzt hier nicht wissen, ob das stark oder schwach ist oder so. Dafür gibt es jetzt hier dann die Korrelation, ja, also wie gesagt, darüber hier nochmal so ein kleineres Referatchen hier. Für die Kovarianz, also das, was ich gesagt habe, habe ich es nochmal hier zusammengefasst. Gucken Sie mal, bei beiden zum Beispiel habe ich jetzt hier dann im Streudiagramm einen positiven Trend, aber hier ist der Zusammenhang auf der rechten Seite stärker als hier. Aber ich kann das jetzt hier aus der Kovarianz leider nicht erkennen. Ja? Okay, das ist jetzt hier sozusagen der Nachteil. Also ich kann nur die Richtung erkennen, in welche Richtung das gehen soll, aber ich kann es hier nicht erkennen, wie stark der ist. Also hier ist der Zusammenhang natürlich stärker als dort, ja, weil die Punkte sozusagen enger jetzt in diese Trendlinie jetzt hier dann streuen, okay? So, das bedeutet also, da brauche ich jetzt hier noch ein zweites Maß und dann nehme ich jetzt hier dann mal die Korrelation und die Korrelation ist ja die Kovarianz geteilt durch das Produkt der Standardabweichung, ne? Kennen Sie auch schon. Also Kovarianz geteilt durch das Produkt der Standardabweichung, okay? Und dann sollten Sie natürlich wissen, ja, dass die Korrelation immer zwischen minus 1 und plus 1 liegt. Also Korrelation ist immer zwischen minus 1 und plus 1. Ist die Korrelation bei Ihnen größer als 1, haben Sie einen Fehler. Ja? Ist die Korrelation kleiner als minus 1, haben Sie auch einen Fehler, ganz sicher. Ja? Also wie gesagt, da müssen Sie letzten Endeffekt jetzt hier dann einfach so ein bisschen drauf achten, dass es nicht mehr, es ist mir auch schon passiert, ja, also beim Verrechnen und so, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, aber wie gesagt, dann ist es auf jeden Fall falsch, ja. Okay, also, wenn die Korrelation 1 ist, habe ich einen perfekten positiven linearen Zusammenhang, da liegen ja alle Punkte auf einer steigenden Gerade, ja, im Streudiagramm. Wenn die Korrelation minus 1 ist, liegen alle Punkte auf einer fallenden Gerade, ja, da habe ich einen perfekten negativen linearen Zusammenhang. Und wenn letztem Endeffekt jetzt hier dann die Korrelation null ist, ist dann die Kovarianz 0. Okay, dann habe ich jetzt hier dann die Unkorreliertheit. Ja, wie gesagt, das kennen Sie auch schon. Ja, und ja, das ist die Frage, okay, wie mache ich das jetzt hier mit Excel? Ja, bevor ich jetzt hier das nochmal so ein bisschen dann nochmal auseinandernehme. Ja, okay, also hier nochmal konkret mache ich das jetzt mit der Hand. Hier war dieses Beispiel, ne? Die arithmetischen Mittel sahen so aus, die mittleren quadratischen Abweichungen sahen so aus, dann die Kovarianzen sah so aus, hatte ich ja wie gesagt schon gehabt. Okay, und aus diesen Sachen kann ich jetzt hier dann die Korrelation berechnen. Das sieht jetzt hier dann wie folgt aus. Ne? Für die Korrelation muss ich einfach jetzt hier dann nur die Kovarianz durch das Produkt der Standardabweichung dann teilen. Also die Standardabweichung ergibt sich jetzt hier dann aus dem Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung. Kovarianz war dieses 11, bla 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 und die Standardabweichung sind jetzt hier dann die Wurzel aus den Varianzen. Okay, also die Wurzel aus der Varianz jetzt von dem einen mal die Wurzel aus der Varianz jetzt hier dann von dem anderen. Und dann war es das schon. Also das heißt, das ist jetzt hier eine Aufgabe für den Taschenrechner. Geben Sie es ein. Viele Studenten vergessen jetzt hier dann die Wurzel zu ziehen. Wie gesagt, sie brauchen die Standardabweichung hier unten im Nenner. Okay? Und ja, das ist jetzt hier dann gerundet ungefähr 0,8. Also ich habe das hier sozusagen so, schon so einen positiven, starken, positiven linearen Zusammenhang. Kann ich hier ja schon sagen, ja, 0,8. Also, aber wie gesagt, wo die Grenze ist, das ist schwer zu sagen. Ja, das ist nicht immer so ganz leicht.
Alles klar? So, dann vergleichsweise starker positiv wieder zusammen. Also ist näher an der 1 als an der 0. Das heißt, es ist eher perfekt als gar nicht vorhanden, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt hier dann kein Rezept dafür. Was ist stark, was ist schwach? Ja, finden Sie, also sind 120 Kilo für Sie viel? Ja, ich weiß nicht. Also kommt drauf an, ja. Für Bizeps Curls vielleicht, ja. Okay. Also, liegt im Auge des Betrachters, verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist jetzt hier bei der Korrelation nicht anders. Also, nur dass Sie sich darüber bewusst sind, okay. Also hier in dem Fall, ne, empirische Korrelation jetzt hier, weil hier ist das jetzt hier dann 1, also fragt jemand, ob das jetzt hier dann quasi in der Klausur was nützt und ich sage jetzt hier nein, ja, also wie gesagt, wenn Sie die Probeklausur sich dann anschauen mit Excel, wie gesagt, Sie haben jetzt hier bei mir keine einzige Aufgabe gehabt, wo man jetzt hier dann mit einer großen Stichprobe jetzt hier dann herumhandeln musste, okay, ich will wissen, haben Sie es kapiert, ja, und nicht, ob Sie dann quasi jetzt hier dann irgendwie so ein Taschenrechnerkünstler sind, das ist jetzt hier dann der Punkt, okay. Alles klar? So, meine Damen und Herren. Also, jetzt geht's weiter. Passen Sie auf. Empirische Korrelation. Also, hier in dem Fall, wie gesagt, schauen Sie sich die Probeklausur an. Ja, dann wissen Sie Bescheid, ja, wie ich das jetzt hier dann gestellt habe, auch bei der Regressionsaufgabe, ja. Empirische Korrelation jetzt hier in dem Fall. Na, ist es dann 1, ja. Alle Punkte liegen jetzt hier auf einem steigenden Grade. Perfekter positivlinear Zusammenhang, das kennen Sie auch schon, okay. Wenn es jetzt hier so aussieht, liegen ja alle Punkte auf einer fallenden Gerade. Das heißt, die Korrelation ist dann minus 1, okay? Das ist jetzt hier dann, glaube ich, oft schon bekannt, ne? Das heißt, hier liegen dann alle Punkte auf einer fallenden Gerade. Habe ich einen perfekten negativen linearen Zusammenhang. Okay, und wenn ich jetzt hier dann sozusagen unkorreliert habe, dann sieht das meistens so aus, ja? Also wie gesagt, da gibt es jetzt hier mehrere Bilder zu, die dann passen würden. Ist aber nicht egal. Hier, das ist so das typische Bild, ja, sehe ich gar nichts, ja? Also hier sozusagen Korrelation nicht gleich 0, aber sagen wir fast 0, okay? Alles klar? So, ja, also das ist hier sozusagen jetzt hier dann, und dann habe ich ja meistens immer was dazwischen, ja, also zum Beispiel sowas hier, das ist jetzt relativ stark und so, ja, können Sie jetzt hier dann sagen, okay, vielleicht nah bei der 1 oder sowas, ja, okay, dann bei sowas, ja, ist es ein bisschen schwächer und so, also verglichen jetzt hier mit dem ist es ein bisschen schwächer, kann man jetzt hier dann sagen, also eine kleinere Korrelation, also wie gesagt, die Korrelation ist hier kleiner, aber wie gesagt, trotzdem positiv, geht zwar nach oben, aber hier liegen die Punkte weiter auseinander, also etwas schwächer. Okay? Wie gesagt, es liegt im Auge des Betrachters halt, ne? Je weiter die jetzt hier dann die Punkte um diese Gerade, die jetzt hier dann gestreut sind, desto schwächer natürlich die Korrelation. Okay? So, meine Damen und Herren, und wie rechnet man das mit Excel aus? Ich habe das jetzt hier so ein bisschen vorbereitet. Wir gehen so ein bisschen jetzt hier an zwei, drei Spalten jetzt hier dann weiter, weil ich die Spalten D und E noch brauchen werde. Ja, also die Spalten D und E, wenn Sie das jetzt hier eintippen, brauche ich noch. Okay, und da will ich jetzt Ihnen diese Zerlegung machen, okay, deswegen hier nochmal die Kovarianz ein bisschen weiter rechts. Also Kovarianz, ich habe das jetzt hier einfach eingetippt und dann drücke ich jetzt hier auf ist gleich, weil da sollte es ja dann rein und die Funktion heißt, meine Damen und Herren, Kovar, ja. Also Kovar, Klammer auf, Klammer zu, ist die Funktion, die Sie dann eingeben. Jetzt müssen Sie ein bisschen aufpassen, weil bei der Funktion Kovar müssen Sie zwei Spalten eingeben, okay. Erstmal hier die Spalte von B2 bis B9. Das ist jetzt dann erstmal die Spalte. Also die markieren Sie. Jetzt passen Sie auf. Und dann kommt jetzt Semikolon. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Ja? Ich gucke mal kurz mal vielleicht mal hier jetzt auf der Folie. Ja? Hier ganz oben, ja, gucken Sie mal, wo ich das eingebe, ja, kommt Semikolon. Sehen Sie es? Okay, das heißt, dann trennen Sie es sozusagen und dann geben Sie jetzt hier dann markieren Sie jetzt hier dann die zweite Spalte. Weil wie gesagt, wenn Sie die Kovarianz ausrechnen, brauchen Sie ja zwei Stichproben und Excel erwartet von Ihnen auch zwei Stichproben, okay? Und Sie müssen sie dann beide eingeben und trennen können Sie diese beiden Stichproben jetzt hier mit Semikolon. Das heißt, Sie geben jetzt hier ein Semikolon hier ein, ja, also Sie sehen es ja hier, okay? Also Matrix 1 ja, sozusagen, das wird jetzt hier dann von Ihnen erwartet und dann geben Sie jetzt hier dann die zweite Matrix ein, also Matrix heißt jetzt in dem Fall dann, na, jetzt hier in die entsprechende Spalte, okay? Und dann geben Sie jetzt hier dann die zweite Spalte ein, das ist jetzt hier dann die Absatzmenge, gucken Sie mal. Und dann markieren Sie einfach die Absatzmenge, ja? Das ist jetzt hier dann die andere. Die bleibt ja trotzdem markiert, also das ist jetzt nicht schlimm, aber die bleibt ja trotzdem, ja? Okay? Und dann markieren Sie die Absatzmenge und dann machen Sie es zu, okay? Dann ist die Klammer zu, dann sind die beide markiert, müssen Sie ja beide markiert haben, aber jeweils jetzt hier dann mit dem Semikolon dann trennen, wie Sie sehen, und dann drücken Sie auf Enter, dann scheint die Kovarianz, Punkt, okay? Ganz einfach, ja, also ich glaube, das ist, wie gesagt, wenn Sie das jetzt hier dann irgendwie verpassen oder so, können Sie es nochmal nacharbeiten, ja. Also wenn man sozusagen mehrere Stichproben eingeben muss, okay, dann kann man jetzt hier einfach oder muss man das jetzt hier bei Excel mit Semikolon trennen. Das ist jetzt hier bei den alten Versionen so, das ist bei den neuen Versionen so, das wird vermutlich jetzt eben auch bei allen anderen Versionen jetzt ebenfalls so sein, ja. Okay, so meine Damen und Herren, ja, das funktioniert jetzt hier dann immer auf die gleiche Art und Weise und jetzt gebe ich jetzt hier dann die Korrelation ein. Ich habe es jetzt einfach nochmal hingeschrieben, damit ich jetzt hier weiß, was ich eingebe
Und die Funktion jetzt, die dann für die Korrelation heißt, passen Sie auf, die heißt jetzt hier dann Korrel, ja, mit 2R, okay? Also Korrel, ja, Kovar, ja, für die Kovarianz und Korrel für die Korrelation. Wie gesagt, ich habe es nicht den Namen gegeben, ja, beschweren Sie sich bitte nicht bei mir. Okay, also Korrel, ja, Korrelation, ja, okay? So, dann machen Sie die Klammer auf und auch hier werden zwei Spalten erwartet, okay? Erstmal die erste Spalte, ja, Sie können ja sich aussuchen, welche, das ist ja für euch schon vollkommen wurscht, ja. Also ich markiere jetzt hier sozusagen jetzt hier dann die erste, dann Semikolon, ja, okay, Sie sehen es ja hier, okay, also hier oben, gucken Sie mal, hier Semikolon einfach eingeben, ne? Also hier, das, ne? Sie müssen das über die Tastatur machen, okay, und dann geben Sie jetzt hier dann die zweite Matrix beziehungsweise die zweite Spalte ein, die jetzt hier dann für die Korrelation dann letztlich im Endeffekt jetzt hier dann gegeben wird. Ne? Bei mir ist es gerundet hier, also da fragt jemand jetzt hier, das ist gerundet, Sie können ja einstellen, wie viele Kommastellen Sie jetzt hier dann sich dann ausgeben lassen möchten. Ja? Ich habe jetzt hier dann nur 4 ausgegeben, aber natürlich ist es gerundet. Ja? Also bei mir diese 7, bla bla bla, das, also 11,71875, das war der exakte Wert, hier ist es gerundet bei Excel. So, dann geben Sie jetzt hier dann die zweite Spalte ein, das ist jetzt hier dann bei mir die Absatzmenge, okay, also in dem Fall, das markieren Sie dann auch. Okay, und dann machen Sie die Klammer zu und dann drücken Sie auf Enter und wenn Sie das jetzt hier dann gemacht haben, kommt genau der gleiche Wert raus, den wir jetzt hier dann auch per Hand ausgerechnet hatten. Also natürlich jetzt hier dann auch gerundet und so. Sie können ja die Anzahl der Kommastellen, wie gesagt, einstellen. Das mache ich jetzt nicht, ja. Also wenn Sie die Datei formatieren, können Sie das jetzt hier dann nochmal tun, ja. Und so können Sie jetzt hier das nochmal vergleichen. Also wie gesagt, ich empfehle Ihnen auch für die Vorbereitung, für die Allgemeinen, erstmal natürlich auch das mit der Hand zu machen und Excel jetzt hier nochmal sich dann selbst zu kontrollieren. Vielleicht haben Sie einen Fehler drin oder so, ja, weil dann können Sie sozusagen jetzt hier dann Ihre Fehler korrigieren, ja. Man muss es auf jeden Fall jetzt in dem Fall auch das mit der Hand gemacht haben. Ich meine, rechnen lernt man erst mit Papier und Stift und nicht mit hier auf dem Computer, verstehen Sie, ja. Aber wie gesagt, der Computer bietet mir jetzt hier dann den Vorteil, dass ich das jetzt hier dann einfach überprüfen kann, ja. Das können Sie jetzt hier dann aber benutzen, okay? Alles klar? So, und wie gesagt, auch hier Steigung und Achsenabschnitt, ja, das ist jetzt hier dann das Nächste, also Steigung, ne? Sie wissen ja hier dann, wie man die Regressionskoeffizienten berechnet. Ich hatte das jetzt sogar hergeleitet, ne? Also wenn man jetzt hier dann die Regressionsgrade nimmt, das ist jetzt hier dann die Gerade, die im Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen jetzt hier am besten beschreibt, ne? Das kennen Sie auch schon, dann brauchen Sie die Steigung und den Achsenabschnitt. Die Steigung gibt jetzt hier dann an, um wie viele Einheiten die Gerade sich erhöht, wenn x um eine Einheit erhöht wird, ne? Das kennen Sie auch, und der Achsenabschnitt sagt Ihnen, wo jetzt hier dann die Gerade oder die Regressionsgerade jetzt hier in dem Fall dann die Y-Achse schneidet. Okay? Also, glauben Sie auch so, wie gesagt, ich würde, wie gesagt, nie, also Excel wird Ihnen nicht helfen. Also, bis Sie dann die Werte dann eingegeben haben, habe ich die schon ausgerechnet. Nochmal, schauen Sie sich jetzt mal Orientierung die Probeklausur an. Ja? Einige Kennzahlen sind so ein bisschen halb vorbereitet und so. Sie werden sich jetzt hier dann nicht irgendwie die ganze Zeit in Taschenrechner herum zu Tode tippen müssen, ja. Damit Sie jetzt hier sozusagen eine Stichprobe dann eingeben. Ja? Also Sie werden jetzt hier dann keinen Vorteil haben, wenn Sie sozusagen jetzt hier dann den Taschenrechner besser bedienen können als Ihre Kommilitonen. Das haben Sie, glaube ich, auch schon jetzt im Endeffekt in der Probeklausur, glaube ich, schon mehr als oft genug jetzt hier dann festgestellt. Ja? Natürlich müssen Sie wissen, wie man Korrelation berechnet, wie man die Kovarianz berechnet und so weiter. Also für die Vorbereitung ist es nicht umsonst. Aber, wie gesagt, ja, also machen Sie das ruhig und das ist auch gut, ja, dass Sie das machen. Das müssen Sie auch machen, damit das auch sitzt, okay? Aber Sie werden sich jetzt bei mir in der Klausur nicht zu Tode rechnen müssen. Einfach nur letzten Endeffekt, ja, was ist schade, seien Sie doch froh, ja. Ich meine, bis Sie jetzt hier dann irgendwie 70 Beobachtungen in den Taschenrechner eingetippt haben, verrecken Sie doch dabei, ja, ich bitte Sie, ja. Okay, das ist jetzt nicht darauf, worauf bei mir dann ankommt, okay. Alles klar, so, wie gesagt, Steigung, Achsenabschnitt, also zum Beispiel, ja, wie gesagt, wenn jetzt hier sowas dann kämen würde, ja, haben Sie auch schon in der Probeklausur gesehen, dann kriegen Sie die Kovarianz irgendwo her, dann auch die Varianz von dem anderen und dann teilen Sie einfach die beiden miteinander, dann war es das, ja, also die Steigung jetzt hier, ne, Steigungskoeffizienten berechnen Sie, wenn Sie die Kovarianz durch, jetzt hier dann die Varianz der erklärenden Variable teilen und den Achsenabschnitt berechnen Sie über y quer minus b mal x quer, das war's, okay. Okay, doch, Sie müssen Kovarianz per Hand rechnen. Schauen Sie nochmal kurz die Probeklausur an. Ich sage es jetzt hier nicht nochmal. Ja, also es ist schon, ich kaufe jetzt hier einen Papagei und er sagt Ihnen dann immer, schauen Sie die Probeklausur an, schauen Sie die Probeklausur an. Ja, ich bringe das wirklich hinbei. Ja, verstehen Sie? Sie fragen immer das Gleiche. Ja, wenn Sie wissen wollen, wie ich das stelle, gucken Sie da rein, dann sehen Sie es. Okay, da brauchen Sie kein Excel, da bringt es auch nichts, ja, wenn Sie dann Excel benutzen oder mit irgendwie viele Leute fragen, ja, was ist, wenn ich die Stichprobe dann eingebe, ja, was ist, Sie geben Sie es mal ein, ja, ich kann es nicht, ja, ich weiß auch gar nicht, wie es geht, ja, es ist auch völlig egal, das ist nicht das, was ich wissen will, ja,
Okay, alles klar, wie gesagt, ja, schauen Sie die Probeklausur an. Ja. Hier, na, halb Zusammenhang zwischen Absatzmengen und Vertreter. Hier waren ja die unsere Kennzahlen schon. Ich habe die jetzt hier so ein bisschen vorbereitet. Das ist alles, was ich brauche. Ja. Also für die Regressionskoeffizienten, wie gesagt, ich habe das hier mal gesammelt. Ja. Ich brauche jetzt hier dann die Kovarianz, und die ich jetzt hier dann durch die Varianz dann teilen muss. Okay, also, und dann habe ich jetzt hier dann die Kovarianz hier, die Varianz hier. Das sind exakte Werte, deswegen habe ich jetzt hier nicht gerundet. Also wenn ich jetzt die exakte Werte habe, ja, dann runde ich die nicht. Okay, dann habe ich jetzt hier dann 50, 33 raus. Ergibt jetzt hier dann bei mir für die Steigung 1,515 und für den Achsenabschnitt, meine Damen und Herren, y quer minus b mal x quer. Ja, das ist immer die Formel. Okay, alles klar. So, und dann habe ich jetzt hier dann 20,75 minus 50, 33 mal 9,375. Ja, und dann, wenn Sie das einsetzen, kommt dann 72 Elftel raus. Das ist ungefähr 6,55 oder 6,6, wie Sie wollen. Und dann haben Sie jetzt hier dann die Regressionsgrade, und ich benutze jetzt hier dann letztendlich im Endeffekt die exakten Werte. Okay, also wie gesagt, es ist nicht wirklich schwierig, wenn man jetzt hier dann die Regressionskoeffizienten jetzt hier dann per Hand ausrechnen will. Okay. So, und ich zeige Ihnen, wie man das jetzt hier mit Excel macht. Okay, alles klar? So. Also hier nochmal die Interpretation der Steigung, aber das ist jetzt hier dann nicht so wichtig. Ja? Also wenn die Anzahl der Vertreter um 1 erhöht wird, um wie viel steigt erwartungsgemäß meine Absatzmenge, also tendenziell, ja? Also durchschnittlich und so. Ne? Wenn ich jetzt hier dann x um eine Einheit erhöhe, um wie viele Einheiten erhöht sich meine Absatzmenge. Ja? Also wenn ein Vertreter mehr, bringt mir sozusagen jetzt hier dann im Durchschnitt 1515 zusätzlich, letzte Endeffekt jetzt hier in dem Fall dann zusätzliche Einheiten. Ja? Okay, so. Ich sage Ihnen, wie man das jetzt hier dann ausrechnen kann mit Excel, ganz leicht, ja, ganz easy und so, ganz locker, nicht schwer, ja, so direkt jetzt hier dann quasi von Null. Ich meine, Sie könnten ja hier sozusagen, Sie haben ja hier schon die Kennzahlen, also was Sie machen könnten, ist, Sie könnten zum Beispiel die Kovarianz anklicken und dann geteilt durch jetzt hier dann die Varianz oder so, ja, dann hätten Sie das schon, okay, so müssen Sie jetzt hier nicht über eine Funktion eingeben, aber es gibt jetzt hier sozusagen eine Funktion, okay, also hier in dem Fall gucken Sie mal, wenn Sie zum Beispiel jetzt hier dann die Funktion jetzt hier dann eingeben, Steigung, Klammer auf, ja, und dann hätten Sie dann die Y-Werte. Jetzt passen Sie auf. Wenn Sie die Funktion Steigung, die heißt auch Steigung, ja, also die hat man auch so genannt, aufrufen, müssen Sie ein bisschen beachten bei Excel. Und zwar bei Excel müssen Sie dann die Y-Werte zuerst eingeben. Die Y-Werte sind jetzt hier in dem Fall nicht die Vertreter, sondern die Absatzmenge. Das ist jetzt hier dann der Regressant, verstehen Sie? Also den Regressanten bitte zuerst, meine Damen und Herren, ja, okay? Alles klar, also pro, ne, in dem Fall jetzt in den Intervall die Absatzmenge anklicken, das ist jetzt hier dann bei mir die Spalte C, okay, also wie gesagt, aufpassen, die müssen Sie zuerst anklicken, nicht die anderen, okay, weil dann regressieren Sie jetzt hier dann nicht letztes Mal im Endeffekt die Vertreter auf die Absatzmenge, sondern die Absatzmenge auf die Vertreter, das macht da keinen Sinn. Also hier in dem Fall erst die Y-Werte, okay, also erst den Regressanten bitte oder die Werte für den Regressanten. Dann Semikolon, ja, okay, sehen Sie es ja hier nochmal, auch nochmal kurz oben, ja, Semikolon hier oben, ja, okay, also quasi als Trennungszeichen, und dann klicken Sie bitte dann die andere Spalte an, und wenn Sie jetzt hier nur noch die Werte aus der anderen Spalte dann anklicken, ja, dann sieht das jetzt hier so aus, okay, jetzt sieht das dann, wie gesagt, da kommt es auf die Reihenfolge an, ja, bei der Korrelation ist es ja egal, aber bei der Steigung ist es wichtig, ja, dass Sie dann zuerst Y-Werte dann markieren, dann Klammer zumachen, und dann auf Enter drücken, dann erscheint jetzt hier dann genau der gleiche Wert. Okay, alles klar? Also das sind jetzt hier dann die Werte jetzt hier dann für die Steigung. Das sieht man auch. Okay? Alles fit, ja? Okay, so, und dann jetzt hier dann für den Achsenabschnitt, meine Damen und Herren. Wie heißt die Funktion für den Achsenabschnitt? Dreimal dürfen Sie raten. Also wenn die Steigung Steigung heißt, heißt die Funktion Achsenabschnitt auch Achsenabschnitt. Ja, das ist ja ein bisschen blöd. Ja, also, ja, ich weiß nicht, warum man das jetzt hier so nennt, aber gut, egal. Also, wo man Korrelationen nicht ausschreiben konnte, aber Achsenabschnitt soll man ausschreiben, okay. Naja, wie auch immer. Also, ich habe das jetzt hier nicht gemacht, okay. Achsenabschnitt, also jetzt hier dann, wie gesagt, ist gleich. Dann geben Sie den Namen der Funktion ein. Ich mache das jetzt hier mit Großbuchstaben, damit Sie das jetzt hier dann auch erkennen können. Und auch hier, bitte beachten Sie zuerst die Werte für den Regressanten. Ist halt so, ja. Zuerst die Y-Werte, die markiere ich. Und dann Semikolon, dann die X-Werte. Ne? Also zuerst immer den Regressanten, genau. Genau, Y-Werte sind jetzt in der Regressante immer, ja, genau. Gut, und dann Klammer zu, und dann, ne, dann geben Sie das jetzt hier dann ein, dann drücken Sie auf Enter, und dann haben Sie jetzt hier den Achsenabschnitt auch ausgerechnet. Das ist ja genau der gleiche Wert wie bei mir auch. Okay, ich habe das jetzt hier quasi dann nur ein bisschen aufgerundet, aber das, also für die Darstellung, aber ansonsten, wie gesagt, das ist jetzt hier dann der Wert, den man jetzt hier dann hat, ja. Okay, dann haben Sie jetzt hier dann die Regressionsgrade berechnet. Und wenn Sie das dann einzeichnen wollen in dem Diagramm, können Sie das dann auch tun. Sie können das jetzt hier dann bei Excel dann einzeichnen lassen. Ich habe das jetzt hier dann auch einzeichnen lassen. Also ich habe das jetzt nicht mit der Hand nachgezogen, sondern durch Excel
Also wo ich das jetzt Ihnen vorbereitet hatte, habe ich das jetzt wieder nachgezogen. Okay. Gehen Sie nochmal auf Ihr Diagramm, klicken Sie die Punkte dann an. Das können Sie dann separat tun, also nicht die Achsen anklicken, sondern die Punkte einfach anklicken und dann die rechte Maustaste nehmen und dann erscheint jetzt hier sozusagen sowas wie Trendlinie hinzufügen oder sowas. Ja? Und dann die Trendlinie hinzufügen und dann, wenn Sie das dann anklicken, dann erscheint jetzt hier dann die Regressionsgerade. Ja, also so einfach ist das. Da können Sie das jetzt hier dann selbst einfügen lassen. Dann müssen Sie das jetzt hier dann nicht mit der Hand das nachzeichnen. Das macht dann Excel automatisch. Okay, und das ist jetzt ja auch die Gleichung der Regressionsgrade. Deswegen habe ich das hier auch so gemacht. Okay, so jetzt passen Sie auf. Jetzt wird das jetzt ein bisschen dann etwas stranger mit der Zerlegung und so. Sie kennen das ja, ne? Mit dem ESS, DSS und so. Also das wird jetzt ja auch nochmal gleich kommen, aber nicht nur. Wir haben ja 3 Zerlegungen. Ne, eigentlich 4, passen Sie auf. Ja? Wir haben die Zerlegung der Beobachtungen, dann haben wir die Zerlegung der Mittelwerte, dann haben wir die Varianzzerlegung und dann zum Schluss haben wir die Quadratsummenzerlegung und die machen wir alle 4. Okay, alles klar? Also wie gesagt, ne? Wir fangen jetzt wieder mit den Beobachtungen dann erstmal an. Okay, passen Sie auf. Ich erkläre nur mal die Story dazu. Ja? Ich greife mir jetzt hier dann sozusagen, ich zeichne jetzt hier mal die Regressionsgrade ein und greife mir jetzt hier dann einen Punkt exemplarisch jetzt hier dann heraus. Das ist jetzt hier dann der Punkt A. Okay? Hier hatten dann 10 Leute 26 verkauft. Okay? Alles klar? Okay, so, dann habe ich jetzt hier sozusagen dann die Zerlegung dazu. Passen Sie auf, wenn ich X jetzt hier dann für 10 in die Regressionsgrade einsetze, dann bekomme ich jetzt hier dann den erwarteten Teil und der Rest ist jetzt hier dann quasi das, was ich dann nicht erklären kann. Also das, der grüne Teil jetzt hier dann quasi von der Absatzmenge ist dann das, was ich erklären kann und der rote ist das, was ich nicht erklären kann. Und der grüne wird ja dann entstehen, wenn ich jetzt in die Regressionsgrade komme. Das ist jetzt hier dann der erklärbare Teil von Y. Und den nenne ich ja dann Y-Dach, verstehen Sie? Ja? Das ist jetzt Y-Dach ist dann der erklärbare Teil von Y, erklärbar mit in dem Fall von X, ne? Durch die Regression. Und den Wert, ne, für die erklärbaren Werte bekomme ich ja, wenn ich das jetzt hier dann in die Regressionsgrade einsetze, wenn ich jetzt hier dann x in die Regressionsgrade einsetze, die sehen es hier dann auch. Und wenn ich das jetzt hier dann tue, dann bekomme ich jetzt ungefähr 21,7 raus. Ne, also von den 26.000 verkauften Einheiten kann ich ungefähr 21.700 erklären, okay, mit der Anzahl der Vertretern. Und der Rest ist ja das, was ich dann nicht erklären kann, okay. Alles klar? Ne? Also das ist ja sozusagen jetzt hier in dem Fall der Rest. Alles klar? So, und dann sehen Sie das jetzt hier dann, das ist der nicht erklärbare Teil. Ne? Dann ziehen Sie einfach jetzt hier dann von den 26 dann ab. Also Sie nehmen jetzt hier dann den erklärbaren und ziehen Sie das jetzt hier von dem ab, was Sie dann beobachtet haben, Sie den nicht erklärbaren Teil raus. Ne? Das ist ja die Zerlegung der einzelnen Beobachtungen und das können Sie ja, meine Damen und Herren, für jede einzelne Beobachtung dann tun. Alles klar? So, ich mache das jetzt hier dann mit Excel. Weil, wo ich dann Ihre Folien dann vorbereitet hatte, habe ich das jetzt hier dann auch mit Excel dann vorbereitet. Okay? Also die Tabelle, die Sie jetzt hier sehen, ja, das ist ja im Prinzip jetzt hier dann die Zerlegung dazu, ja, die habe ich mit Excel vorbereitet. Ich zeige Ihnen das mal kurz, wie das jetzt hier dann funktioniert. Passen Sie auf. Okay? Und dann, wie gesagt, zeige ich Ihnen das jetzt hier auch nochmal später im Schnelldurchlauf. Ja? Also hier, gucken Sie mal, Sie geben jetzt hier dann ein, okay, ist gleich. Jetzt, das ist ein bisschen schwieriger, okay? Sie geben jetzt mal A, also die Gleichung ist ja A plus B mal X. Das ist ja die Regressionsgerade und das ist jetzt hier dann für die erwartete Absatzmenge, also für den erklärbaren Teil. Passen Sie auf. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwieriger. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, das zu machen, aber das ist jetzt hier nochmal, dass Sie das auch nochmal lernen. Und zwar, ich gebe ein A plus B mal X. Ich müsste also eingeben Achsenabschnitt plus B, also plus die Steigung mal, der zählt dann die Vertreter. Wenn ich das tue, ja, passen Sie auf, ich klicke jetzt hier dann auch quasi auf den Achsenabschnitt. Der ist jetzt hier bei mir in der Zelle H6, ja, wie Sie sehen. Okay, wenn Sie das woanders letztes Mal im Endeffekt jetzt hier dann hingetan haben, dann klicken Sie das jetzt hier dann an, wo Sie das jetzt hier dann sozusagen bei Ihnen jetzt hier dann der Achsenabschnitt steht. Und jetzt kommt's. Gehen Sie dann nochmal so ein bisschen zurück jetzt hier in der Leiste, okay, und setzen Sie dann das Ganze in Dollarzeichen. Also setzen Sie sozusagen H in Dollarzeichen umherum. Dann passiert ja mit dem Copy und Paste folgendes, wenn Sie das dann kopieren. Okay, also wie gesagt, ich blende das jetzt hier nochmal ein bisschen ein und aus, ja, damit Sie das jetzt hier dann auch tun, wenn Sie jetzt hier live dabei sind. Wenn Sie das jetzt hier dann das entsprechende Element dann kopieren, dann wird der Wert beibehalten. Ja, wie gesagt, durch das Kopieren und so weiter rutschen ja letztlich im Endeffekt bei Excel jetzt hier dann immer die einzelnen Werte nach unten. Damit wird das dann verhindert. Okay, Sie werden das hier gleich nochmal sehen, was jetzt hier dann damit gemeint ist. Also wie gesagt, nachdem Sie das angeklickt haben, setzen Sie das bitte in Dollarzeichen. Okay, also dann setzen Sie das jetzt hier dann quasi fest. Und egal, wo Sie das jetzt hier dann kopieren, das bleibt dann dabei. Okay, werden Sie gleich nochmal sehen. Und für die Steigung machen Sie das dann bitte genauso. Okay, das heißt, Achsenabschnitt und Steigung bleiben fest. Okay, aber die Beobachtungen für
jetzt sind dann für x nicht. Das heißt, hier, also mal ist ja Sternchen, ja, vielleicht wissen Sie das, ja, okay, also plus ist plus, mal ist mal, also mal ist Sternchen ja bei Excel, okay. Und dann multiplizieren Sie das jetzt hier dann mit x, ja, dann haben Sie sozusagen jetzt hier dann den Wert 10 in die Regressionsgrade eingesetzt. Und wie gesagt, die Regressionskoeffizienten setzen Sie dann bitte in Dollarzeichen, okay. Also H6 ist jetzt hier dann bei mir der Achsenabschnitt und H5 ist jetzt hier dann die Steigerung. Bitte in Dollarzeichen setzen, aber nicht jetzt hier dann die Werte für die Vertreter. Die bitte nicht, weil die sollen ja quasi dann weiterrutschen, wenn ich das jetzt hier dann kopiere. Okay? So, wenn Sie das jetzt hier dann gemacht haben, wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass Sie das dann tun, weil sonst kommt das nicht raus, was Sie das jetzt hier dann, ne? Deswegen lasse ich das ein bisschen länger drauf. Okay, wie gesagt, die Regressionskoeffizienten bitte drumherum in Dollar setzen. Ja, also die, ne? Also Dollar H, Dollar 6. Ne? Okay? Alles klar, das soll ja quasi dann fixiert werden. Und dann erscheint jetzt hier dann die erwartete Absatzmenge jetzt hier dann aus der Region A. Und wenn Sie das jetzt hier dann Copy und Paste machen, das heißt, wir drücken jetzt hier dann auf Steuerung C, dann kopieren Sie das und dann fügen Sie das jetzt hier dann ein. Das heißt, Sie müssen dann sozusagen dann erstmal die Stelle dann anklicken, wo das jetzt hier dann quasi eingefügt werden soll. Also erst dann quasi das auswählen. Ja, wo soll jetzt hier dann die erwarteten Absatzmengen dann rein? Auswählen, okay. Ja, und dann Steuerung V, ne? Also sozusagen jetzt hier, dann haben Sie das hier eingepastet, okay, und dann erscheinen jetzt hier dann die Werte, okay, und wenn Sie das jetzt hier dann nicht in Dollar gesetzt haben, dann passiert das halt nämlich nicht, ja, das ist nämlich dann der Punkt, weil die Werte sozusagen dann fixiert werden, aber die Vertreter, die einzelnen Werte jetzt hier dann bei den Vertretern jetzt hier in dem Fall einfach weiterrutschen, okay, das ist jetzt sozusagen der Punkt, also das, so können Sie das jetzt hier dann machen und so bleiben jetzt hier dann die Werte jetzt hier dann für die Regressionskoeffizienten fix, so. Hier in die Spalte daneben, die ich jetzt hier dann als nächstes mache, habe ich jetzt hier das schon vorbereitet, tue ich jetzt hier dann die Residuen rein. Die Residuen sind die nicht erklärbaren Teile jetzt hier dann für die Absatzmenge. Und das machen Sie, indem Sie jetzt hier dann die Absatz von der Absatzmenge jetzt hier dann die erwartete Absatzmenge dann abziehen. Also von der blauen Spalte minus die grüne. Okay, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten zu, wie man das jetzt hier dann machen kann. Entweder über die Einzelbeobachtung oder das jetzt hier dann so, wie ich das mache, passen Sie auf. Ich klicke jetzt hier erstmal die Spalte komplett an, also dort, wo die Werte dann rein sollen. Okay, also zeige ich jetzt hier wieder ein bisschen was Neues. Ich klicke das jetzt hier dann erstmal komplett an, also ich suche, also ich wähle das jetzt hier dann aus, okay, mit der Maus. Ja, also Sie wählen das jetzt hier einfach mit der Maus aus, okay. Und dann geben Sie hier ein in der Leiste ist gleich, sonst nichts. Okay, wenn Sie das tun, erscheint es hier, also das, was Sie hier eingeben, erscheint hier. Sie müssen das jetzt hier nicht nochmal dranklicken, weil wenn Sie gesagt, nachdem Sie das ausgewählt haben und wenn Sie jetzt hier dann dranklicken, ist die Markierung weg. Die Markierung soll bleiben, ja. Und damit die Markierung bleibt, okay, bitte nicht hier anklicken, sondern hier in der Leiste eingeben. Wenn Sie das aber in der Leiste eingeben, erscheint es auch hier, okay. Ist gleich, so jetzt passen Sie auf. Jetzt markieren Sie die komplette Spalte C. Sie wählen Sie jetzt hier dann quasi komplett aus. Sie wählen sie dann aus. Und dann geben Sie jetzt hier ein Minuszeichen ein und dann ziehen Sie das jetzt hier dann von einer anderen Spalte ab. Okay, und jetzt kommt's, weil das ist jetzt etwas, wo die meistens verkacken. Okay, jetzt kommt eine kompliziertere Tastenkombination, weil das sind jetzt hier Matrizenbefehle. Also bei Matrizenbefehlen, wenn Sie zum Beispiel Matrizen invertieren wollen oder so, wenn Sie Matrizen mit Excel miteinander multiplizieren wollen oder transponieren wollen und so weiter, müssen Sie das auch so machen. Okay, also das ist ja auch Matrizenbefehl, weil ich ja zwei, im Prinzip zwei Vektoren miteinander voneinander abziehe. Und wenn ich das jetzt hier dann nicht tue, macht es jetzt hier dann nämlich nur für die erste, für die ersten Wert. Passen Sie auf. Und zwar, Sie machen Folgendes. Jetzt kommt die Tastenkombination, die Sie bitte beachten sollen. Okay? Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Steuerung, Shift. Das ist jetzt hier dann die Falttaste drüber. Halten Sie bitte gedrückt. Okay? Die beiden halten Sie gedrückt und drücken dann auf Enter. Das ist jetzt hier dann sozusagen bei Matrizenbefehlen, was Sie dann tun müssen. Okay, wenn ich da zwei Matrizen voneinander abziehe, zum Beispiel wie hier, ich ziehe nämlich die blaue Matrix, wenn ich das hier als Matrix nehme, von der blauen ziehe ich die grüne ab. Okay, das ist ja sozusagen eine Matrizenoperation. Und wenn ich jetzt hier dann mit Matrizenoperationen herumhantiere über Excel, dann muss ich das immer so machen. Also Steuerung, na, das ist jetzt hier dann die Taste unten, dann oben drüber ist die Shift-Taste, das ist jetzt hier dann diese Falttaste, die nach oben geht. Die drücken Sie dann auch bitte, halten es gedrückt und drücken dann Enter. Und wenn Sie das dann gemacht haben, ne, Enter-Taste kennt, glaube ich, jeder, dann erscheint jetzt hier dann auch in der kompletten Spalte jetzt hier dann die Werte für die Residuen. Aber erst nur dann. Okay, also sozusagen, wenn Sie jetzt hier das dann nicht, zum Beispiel die Shift-Taste vergessen oder so, oder wenn Sie einfach nur Enter drücken ohne Steuerung und Shift, dann passiert gar nichts.
Okay, da kommt sogar eine Fehlermeldung, ja, weil sie jetzt hier sozusagen im Prinzip jetzt hier Matrizenbefehl haben. Okay, also das ist jetzt hier sozusagen, wie man mit Matrizen anrechnen kann. Ja, wenn Sie zum Beispiel jetzt vielleicht eine Matrizenoperation mal durchführen wollen, Matrizeninversion oder so, so Zeug machen wollen, ist auch egal, ja. Alles klar, so, das ist ein Matrizenbefehl, also hier, da habe ich das auch gezeigt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wenn man das jetzt hier dann eingeben kann, aber das ist jetzt hier dann normal für mich ist jetzt hier dann gewesen, Varianzzerlegung, okay. Varianzzerlegung für die Quadratsummen. Okay, meine Damen und Herren, Eigenschaften des Regressionsmodells sollten Sie ja, wie gesagt, nochmal wissen. Der Mittelwert, na, das kennen Sie auch, der Mittelwert aus den beobachteten Werten des Regressanten entspricht jetzt hier dem Mittelwert den erklärbaren Werten. Na. Das ist jetzt sozusagen das erste Statement, was ich jetzt hier dann aus dem Regressionsmodell hier entnehmen kann. Okay, also die Mittelwerte der beobachteten Absatzmengen sind genauso groß wie die Mittelwerte der erklärbaren. Okay. Also hier vielleicht nur mal kurz, dass ich das jetzt hier nochmal hinschreibe. Das ist das arithmetische Mittel hier vorne und das ist das arithmetische Mittel dann hier vorne. Also das ist das arithmetische Mittel jetzt hier dann von den beobachteten Werten und das ist das arithmetische Mittel von den erklärbaren Werten, also von den grünen. Ja, das waren die grünen Werte. Okay. Warum ist das so? Ja gut, deshalb, weil die jetzt hier im Prinzip jetzt hier das dann für die Regressionsgrade ja gilt. Ne? Also die beobachteten Werte liegen ja auf der Regressionsgrade, dann kann ich das jetzt hier dann einsetzen. So, jetzt passen Sie auf. Ich zeige Ihnen das mal. Für die einzelnen Beobachtungen, wie gesagt, die Zerlegung nochmal, ja, für die einzelnen Beobachtungen hatte ich jetzt hier schon gemacht, okay, das mache ich jetzt hier trotzdem nochmal, ja, okay, wenn ich jetzt hier dann 10 einsetze, kommt jetzt hier dann das heraus, also hier sehen Sie es ja, was ich dann einsetze, kommt dann dieser Wert heraus, wenn ich dann 9 einsetze, kommt dieser Wert heraus, wenn ich dann 5 einsetze, dieser, 13 dieser, 14 dieser, 9 dieser, 8 dieser und 7 dieser, ne, also hatte ich ja sozusagen jetzt hier dann auch vorhin mit Excel berechnet, okay. Alles klar. Na, wie gesagt, das sind jetzt hier dann die erklärbaren Werte. Und die nicht erklärbaren habe ich jetzt hier dann durch Anna, sozusagen jetzt dann die blaue Stichprobe, ist die grüne, dann habe ich jetzt hier dann die rote. Ne? Okay, also die grünen sind die erklärbaren Werte. Okay. Alles klar. So, die sind jetzt hier dann die, das, was ich jetzt hier dann von erklärbaren, also das ist die Absatzmenge, die ich erklären kann. Und hier sind ja die Residuen. Ne? Hatte ich ja vorhin jetzt hier auch schon gemacht. Also nehme jetzt hier dann einfach die blauen minus die grünen und habe ich die roten fertig. Ja? Hatte ich ja auch schon jetzt mit Excel gemacht. Und so hier nochmal so ein bisschen das als Nachtrag. Ja. Okay. So, dann untersuche ich ja im Prinzip jetzt, das habe ich auch mit Excel gemacht, also wie gesagt, die Werte habe ich ja nicht mit der Hand abgeschrieben, ja, nur dass ich darüber bewusst bin, okay. Also für die Vorbereitung. So, die Mittelwerte kann ich jetzt hier nochmal ausrechnen lassen. Die Mittelwerte jetzt hier dann von der blauen, das ist der Mittelwert jetzt hier von der grünen Stichprobe und das ist der Mittelwert von der roten, ja. Zerlegung der Mittelwerte. Der Mittelwert des beobachteten Teils, der beobachteten Absatzmenge ist genauso groß wie der Mittelwert der erklärbaren Absatzmenge. Das liegt ja daran, dass sich die Residuen zu Null addieren. Ne? Okay, also manche Punkte liegen oberhalb der Regressionsgrade, manche Punkte liegen unterhalb. Ne? Wenn das Residuum positiv ist, liegt jetzt der Punkt oberhalb der Regressionsgrade. Also A liegt ja zum Beispiel, also die erste Region liegt oberhalb, ja die zweite auch. Also dort haben die Leute mehr verkauft als erwartet und bei dem anderen haben die Leute weniger verkauft als erwartet. Verstehen Sie? Ne? Also mal liegen die Punkte drüber, mal liegen die Punkte drunter. Aber die Mittel gleichen sie sich ja aus. Deswegen ist jetzt hier dann der Mittelwert von dem Residuum ja null. Das ist ja die Intuition dazu. Okay? Also hier haben sie sozusagen die Zerlegung der Mittelwerte im Prinzip. Ne? Das ist jetzt hier dann der Mittelwert, wie gesagt, von den blauen. Das ist jetzt hier der Mittelwert von den grünen. Und das ist jetzt hier dann der Mittelwert aus den Residuen. Okay? Und die Varianzzerlegung haben sie auch hier stehen. Ne? Also die Summe der Residuen ist ja null. Das hatten wir jetzt hier dann auch schon. Also da, wie gesagt, das ist jetzt hier dann darauf bezogen, dass jetzt hier dann der Summe der Residuen null ist. Wenn die Summe der Residuen nicht null ist, dann haben sie auch einen Fehler drin irgendwo. Ja, das ist jetzt bei mir null. Ich habe jetzt hier dann die Brüche ausgeben lassen, damit man das jetzt hier dann besser nachprüfen kann, ja, wenn man das jetzt hier dann möchte. Hier steht das nochmal da. Okay. Also hier ist es nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Ja. Alles klar, wie gesagt, das ist jetzt hier nur eine Wiederholung dessen, was wir schon gemacht hatten. Okay, und hier sehen Sie ja im Prinzip jetzt hier, dass die Summe der Residuen ja null ist. Also hier ist das nochmal so ein bisschen dann noch erklärt hier dazu. Okay, also ich habe jetzt hier nochmal so die Folie jetzt hier mal reingerutscht. So, jetzt passen Sie auf. Das, was jetzt hier dann dazu kommt noch, ist jetzt hier dann die Varianzzerlegung. Und die Varianzzerlegung sagt im Prinzip, dass die Varianz der blauen Stichprobe, das war jetzt hier dann die beobachteten Werte von der Absatzmenge, sich aus der Summe der Varianz aus der grünen und der roten Stichprobe zusammensetzen. Okay? Also die mittlere quadratische Abweichung der blauen Stichprobe ist die Summe aus der mittleren quadratischen Abweichung der grünen, das waren jetzt dann die grünen plus die roten Werte. Ne? Das ist ja sozusagen ein Statement, was ich zwar jetzt hier dann nicht bewiesen hatte, was aber jetzt hier dann aus den Tabellen jetzt hier dann leicht zu erkennen ist. Okay? Das ist jetzt hier dann die Varianz der Residuen, wenn man so will, also die mittlere quadratische Abweichung der Residuen. Hier sehen Sie es ja auch nochmal. Ich habe jetzt hier nochmal die Varianzen hier nochmal eingeplottet. Okay, das war jetzt hier dann die mittlere quadratische Abweichung von der
von den Absatzmenge, okay, und wenn man das jetzt hier dann ausrechnen kann, das werden wir jetzt hier gleich auch mit Excel tun, dann kommt jetzt hier dann dieser Wert hier raus für die Varianz der erklärbaren Teile jetzt hier dann von Y, also jetzt sind ja von der Absatzmenge und die nicht erklärbaren, habe ich jetzt hier dann diese Varianz heraus und wie Sie das jetzt vielleicht feststellen können, also 17 plus 10 ergibt jetzt hier dann 27, ja, in etwa so, ja, alles klar, also das heißt, das ist jetzt hier sozusagen jetzt hier dann die Summe daraus, okay. Alles klar? Ich schreibe jetzt hier jemand, dass jetzt hier dann die Summe der Residuen jetzt hier dann dieses e hoch minus 15 bedeutet. Ja, das liegt an der Einstellungssache von Excel. E hoch minus 15 steht nicht für die Eulersche Zahl, sondern 10 hoch minus 15. Also das ist jetzt hier dann fast 0, ja. Okay, deswegen, das ist eine ultra kleine Zahl. Das können Sie jetzt hier dann eigentlich auch als 0 nehmen, ja. Ich zeige Ihnen das mal, wie das bei mir aussah, aber dazu kommen wir gleich. Okay, hier nochmal die Varianzerlegung, also die blaue Varianz, sage ich jetzt hier mal, die Varianz des gesamten Teils, ist jetzt hier dann die Varianz des erklärbaren Teils plus die Varianz des nicht erklärbaren Teils. Ja. Das ist eine Eigenschaft, jetzt hier dann dieses Regressionsmodell dann hat. Und wir werden es jetzt hier auch nochmal mit Excel uns dann ausgeben lassen. Ja. Okay, also wie gesagt, gibt es hier dann bei Rundungsfehler bei Excel, kann ja passieren. Aber wie gesagt, jetzt hier dann, wenn Sie dann e hoch minus 15 oder so oder e hoch minus 16 bei Excel dann sehen, dann ist es jetzt hier dann nicht die Eulersche Zahl, sondern da steht jetzt hier noch für eine 10er Potenz, also 10 hoch minus 16, ich bitte Sie, ja, das ist schon also wirklich vernachlässigbar, ja. Okay, das ist jetzt hier sozusagen so ein Rundungsfehler, der jetzt hier dann irgendwie da manchmal einsteht. So, passen Sie auf. Und jetzt tue ich jetzt hier nochmal auch mal diesen Quadratsum jetzt hier nochmal so ein bisschen dann betrachten. Ne? Ich zeige Ihnen nochmal kurz, wie man die Varianz jetzt hier in dem Fall dann ausrechnen würde. Jetzt diesmal nicht mit dem Verschiebungssatz, okay, weil aus dem Verschiebungssatz kann ich jetzt hier dann dieses RSS, TSS und so weiter jetzt hier dann nicht sehen, sondern mit der Originalformel. Die Varianz aus der Originalformel ist der Mittelwert aus den quadrierten Abweichungen zwischen einzelnen Beobachtungen im arithmetischen Mittel. Okay? So, und diese Summe hier, die Sie jetzt hier dann sehen, die Abweichung, also die Summe der Abweichung zwischen Beobachtungen im arithmetischen Mittel, das ist dieses TSS. Okay? Das bedeutet also im Prinzip, die Varianz des beobachteten Teils von Y berechnen Sie, indem Sie TSS durch N teilen. Ja, also wie gesagt, TSS für Total Sum of Squares. Ja, also das kennen Sie auch schon. Okay, also das ist jetzt hier dann letztendlich im Endeffekt die Summe der quadrierten Abweichung zwischen Beobachtung und arithmetischem Mittel. Das sind ja immer die Quadratsummen. Okay, alles klar? Also in dem Fall, ne, Varianz des erklärbaren Teils von Y. Okay, das ist jetzt hier dann genauso. Ne? Also wie gesagt, wie rechnet man die mittlere, also wenn ich sage Varianz, meine ich jetzt hier in diesem Zusammenhang die mittlere quadratische Abweichung immer. Ja. Mittlere quadratische Abweichung des erklärbaren Teils berechnen Sie ja genauso. 1 geteilt durch n mal letztlich im Endeffekt die Summe aus den quadrierten Abweichungen zwischen Beobachtung und dem jeweiligen arithmetischen Mittel. Beachten Sie bitte hier, dass das arithmetische Mittel jetzt hier dann aus den beobachteten, also aus den erklärbaren Werten genauso groß ist wie das arithmetische Mittel aus den gesamten Werten. Also die beiden arithmetischen Mittel sind ja gleich. Aber das brächten Sie ja im Prinzip jetzt hier dann nach dem gleichen Prinzip. Und das, was Sie hier sehen, diese Quadratsumme, ne, die Summe der quadrierten Beobachtung zwischen, also die Summe der quadrierten Abweichung, sorry, zwischen Beobachtung und jeweiligen arithmetischen Mittel, ist ja letztlich im Endeffekt diese Quadratsumme. Okay? Und diese Quadratsumme heißt ESS, ja? Also Karl S, sagt jemand, ja. Okay, deswegen, das habe ich ja mal in den Kommentaren gesehen, ja. Alles klar? Na, also das ist ja die Explained Sum of Squares, okay? Das sind jetzt hier in dem Fall dann die Quadratsumme jetzt hier dann dazu, okay? Also in dem Fall, die Varianz des erklärbaren Teils von Y berechnen Sie ja im Prinzip dadurch, dass Sie dann ESS durch N teilen. Wenn Sie also die Varianz mit N mal nehmen, dann bekommen Sie dann ESS raus. Das ist ja sozusagen jetzt hier dann auch die Quintessenz. Und hier die Varianz des nicht erklärbaren Teils, also die aus den Varianz der Residuen, meine Damen und Herren, und die mittlere quadratische Abweichung der Residuen berechnen Sie ja im Prinzip jetzt hier nach dieser Formel. Der Mittelwert der Residuen ist ja 0. Das heißt, Sie haben jetzt hier dann nichts anderes als die Summe der quadrierten Abweichung zwischen beobachteten und erklärbaren Werten. Ne? Weil die Residuen sind ja im Prinzip jetzt hier dann die Differenz zwischen beobachteten und erklärbaren Werten. Und wenn ich die dann einfach quadriere, habe ich dann das hier. So, jetzt passen Sie auf. Diese Quadratsumme ist dann dieses RSS. Das ist die Residual Sum of Squares. Das ist die Summe der quadrierten Residuen. Wenn ich die Summe der quadrierten Residuen durch den Stichprobenumfang teile, bekomme ich ja die Varianz oder die mittlere quadratische Abweichung, okay, das letzte im Endeffekt jetzt hier dann der Residuen heraus. Ja? Also es gilt jetzt hier dann auch diesen Zusammenhang. Ich meine, das sehen Sie auch im Prinzip, also gucken Sie mal,
Die blaue Varianz ist gleich die grüne Varianz plus die rote Varianz, ja. Und die unterscheiden sich jetzt hier dann einfach nur durch 1 geteilt durch n. Das sehen Sie ja hier, ne? Also 1 geteilt durch n ist überall dabei. Wenn Sie das jetzt hier dann überall mit n multiplizieren, haben Sie die Quadratsumme raus. Das heißt, Sie bekommen ja dann, dass dieses TSS gleich ESS plus RSS ist. Okay? Alles klar? So, da sind jetzt hier dann nochmal diese drei zusätzlichen Zerlegungen. Also vorhin hatten wir das jetzt mit den Beobachtungen bei Excel. Und jetzt kommen die Mittelwerte und die Varianzen hinzu. Das ist ganz leicht bei Excel. Okay, weil wir ja den Mittelwert jetzt hier schon ausgerechnet hatten. Ich zeige Ihnen das jetzt hier nochmal, die Quadratsummen, die dann rauskommen. Also gucken Sie mal, wenn Sie einfach die Varianzen, also die mittlere quadratische Abweichung, wenn ich meine Varianz, meine ich die mittlere quadratische Abweichung, ja, jeweils mit 8 multiplizieren. 8 ist jetzt hier dann der Stichprobenumfang, okay? Dann bekomme ich ja im Prinzip jetzt hier dann diese Quadratsummen heraus. Das sehen Sie ja hier, ne? Okay, also 27,9375 mal 8 ist jetzt hier dann das hier. 17 Ganze und 133, 176 mal 8 sind jetzt hier dann 142, und 10 Ganze und 2 Elftel mal 8 sind insgesamt 81 Ganze und 5 Elftel. Okay, das ist ganz einfach. Also die Quadratsummen können Sie leicht ausrechnen, wenn Sie jetzt hier dann die Varianzen mit dem Stichprobenumfang mal nehmen. Okay, das ist nicht besonders schwierig. Okay. Also hier sehen Sie nochmal, was ist jetzt hier dann was. Okay, und dann daraus machen wir jetzt hier dann Folgendes. Das sehen Sie ja hier dann gleich, okay. Ich lasse es jetzt hier dann gleich nochmal jetzt hier dann bei Excel dann nochmal erscheinen, aber hier sehen Sie nochmal auch die Zerlegung der Quadratsummen. Okay, ups, auch weg, ja, nicht genügend Speicher, ja? Das ist jetzt hier dann irgendwie so ein bisschen abgestürzt, ja. Scheinbar, irgendwie so ein bisschen komisch, weiß jetzt nicht warum, was hier passiert ist. Ja, nicht genügend Speicher, für was denn, ja? Ich habe doch hier 2 Terabyte Speicher. Das kann doch nicht wahr sein. Wahrscheinlich jetzt in der Arbeitsspeicher. Passen Sie auf, ich habe jetzt hier dann nochmal eine leere Folie. Ich mache mal eine kleine Pause von 5 bis 10 Minuten, ja, wenn Sie jetzt hier nichts dagegen haben. Mache mal eine kleine Pause. Ich versuche das immer zu reparieren, aber ich habe doch gerade einen neuen PC. Und dann geht es jetzt hier dann gleich an dieser Stelle nochmal weiter. Ja, bis gleich. Also 5 Minuten Pause. Ich versuche das mal zu reparieren. Bis gleich.
So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass das jetzt hier dann mir das nachsehen. Ja, scheinbar reicht der Speicherplatz ja auch nicht aus. Okay, also ich habe das jetzt hier wieder eingestellt und jetzt jetzt hier nochmal, scheint jetzt hier dann doch nachher hoffentlich zu funktionieren wieder. Hören Sie mich wieder? Sehen Sie mich? Ja, ich hoffe, dass Sie das alles nochmal sehen. Okay, also die Pause ist jetzt ein bisschen kürzer geworden. Ja. Konnte wenigstens noch ein bisschen auf die Toilette währenddessen. So, hat ja vielleicht auch Vorteile. Also irgendwie Adobe ist abgestürzt bei mir. Weiß jetzt nicht warum. Adobe ist abgestürzt, habe ich jetzt hier nochmal gesehen, ja. Warum, weiß ich nicht. Ja, ist halt. Das ist für den, also das sind ja Slides, ich glaube so 2000 Seiten oder so. Ich bin mir jetzt sicher, wahrscheinlich liegt es daran, die ziemlich große Datei, auch mit den ganzen Screenshots und so. Also Adobe ist jetzt hier dann abgestürzt. Okay, wir machen jetzt hier trotzdem weiter. Ja, hier sehe es, glaube ich, sehen Sie, das war jetzt hier die letzte Folie, die ich jetzt hinten aufgelegt hatte. Und da geht es jetzt hier dann los. Ja, okay, also. Gut, jetzt zeige ich Ihnen, wie das jetzt hier mit Excel funktioniert. Ganz leicht, ja. Sie müssen jetzt hier nichts Neues mehr machen. Sie kriegen ja, gucken Sie mal, Sie klicken ja jetzt hier dann bei der Absatz und na, bei der Absatz hatten wir jetzt hier dann das arithmetische Mittel und die Varianz ausgerechnet. Sie klicken das einfach an, drücken Sie jetzt hier dann auf Steuerung C, um das zu kopieren. Dann soll das jetzt hier dann quasi erscheinen, hier neben dran, ja, also auch jetzt in den Mittelwert und Varianz. Und wenn Sie das jetzt hier dann einfügen, gucken Sie mal, dann sieht das jetzt hier dann so, also hier Steuerung V und dann, wie gesagt, fügen Sie das jetzt hier dann ein und erscheint jetzt hier bei mir das hier, okay? Das ist ja das, was ich jetzt hier dann letztes Endeffekt hier bekommen würde, ja? Also ich hoffe, dass das jetzt hier dann okay ist. Alles klar? So, meine Damen und Herren, das war's schon. Also hier sehen Sie jetzt hier dann quasi die Mittelwertzerlegung und die Varianzzerlegung darunter. Und hier unten mache ich jetzt hier mal die Quadratsumme rein. Gucken Sie mal, die Quadratsumme, das sieht jetzt hier dann so aus. Da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel jetzt hier dann in dem Verfolgen das machen. Und zwar, Sie können jetzt hier beispielsweise dann die Varianz, ja, okay, mit dem Stichprobenumfang mal nehmen, okay. Also Sie nehmen einfach die Varianz und multiplizieren Sie das hier mit dem Stichprobenumfang. Der Stichprobenumfang ist ja 8, also Sie könnten das hier einfach mal 8 nehmen, also Sternchen mal 8 oder so. Ich mache das jetzt hier vielleicht ein bisschen professioneller, ja. Und zwar, ich gebe jetzt hier dann an, mal, Klammer auf, Anzahl, also Anzahl gibt mir jetzt hier in dem Fall dann die Anzahl der Werte, die wir jetzt hier dann in der Stichprobe dann finden werden, okay. Das sind jetzt hier dann 8 Stück, aber das ist jetzt hier nicht schlimm. Also Sie können auch ruhig das mal einfach mal 8 nehmen und dann haben Sie jetzt hier dann dieses TSS ausgerechnet, ja. Okay, also TSS ist jetzt hier dann genau das. Ne? Wenn Sie jetzt hier einfach die Varianz, also die mittlere quadratische Abweichung mit 8 multiplizieren, bekommen Sie dann TSS raus. Und dann können Sie hier einfach hier Copy und Paste machen. Sie könnten jetzt hier einfach Copy und Paste machen. Okay, ich möchte jetzt hier aber trotzdem vielleicht nochmal was anderes zeigen. Ich mache das jetzt hier auf ein bisschen komplizierte Art und Weise, damit Sie das auch nochmal sehen. Also wieder mit Matrizenbefehl. Okay, weil das ist jetzt hier dann auch manchmal gar nicht möglich und so und wie auch immer. Also wenn Sie jetzt hier zum Beispiel dann Folgendes machen, Sie geben jetzt hier dann die Funktion ein, Summe, okay, also Sie geben ein, ist gleich dann Summe, Klammer auf, passen Sie auf. Was wollen Sie die Summe dann haben? Sie wollen ja die Summe der quadrierten Abweichung haben zwischen Beobachtung und arithmetischem Mittel. Also Summe der quadrierten Abweichung zwischen Beobachtung und arithmetischem Mittel, ne? Also von denen hier, von denen jetzt, ne? Alles klar? So, dann nehmen Sie jetzt hier dann, markieren Sie jetzt hier dann die Daten komplett, okay, Sie geben jetzt aber nochmal eine Klammer auf. Wir markieren die Daten, dann Minus und dann das arithmetische Mittel und dann Klammer zu und dann zum Quadrat und dann nochmal Klammer zu. Und jetzt kommt's. Das ist wieder ein Matrizenbefehl, weil Sie müssen ja quasi von jedem einzelnen Wert jetzt hier dann das arithmetische Mittel abziehen und das quadrieren und dann aufsummieren. Das heißt, wenn das jetzt hier wieder ein Matrizenbefehl ist, was mache ich dann wieder? Ja, dann drücke ich jetzt hier wieder auf Steuerung, Shift und Enter. Okay, das heißt hier, wenn Sie das machen so, ne, quasi mit der Hand, dann drücken Sie bitte wieder Steuerung, Shift und Enter und dann können Sie das jetzt hier dann, die Quadratsumme sich dann ausgeben lassen und dann sieht das jetzt hier dann so aus, okay? Und dann haben Sie dieses ESS ausgerechnet, wie es aus der Folie jetzt hier dann nochmal zu sehen war, okay? Alles klar, so, und das Gleiche können Sie jetzt hier dann auch für die Residuen machen. Also entweder machen Sie Copy und Paste oder machen das jetzt hier dann nochmal oder Sie nehmen jetzt hier dann die Varianz und multiplizieren das mit 8 oder so, spielt überhaupt keine Rolle, also machen Sie es, wie Sie wollen. Ja? Ich habe das jetzt hier einfach mal gemacht, dann bekommen Sie das RSS raus. Ja? Okay, alles klar, das war's schon. Alles klar? So, dann gehen wir jetzt hier nochmal das Bestimmtheitsmaß durch. Wir sind jetzt hier gleich fertig, also wir haben jetzt hier noch 2 und dann sind wir durch. Ja, also vielleicht nur 20 Minuten noch, dann sind wir fertig, ja. Und Bestimmtheitsmaß, also wie gesagt, kommt aus der Varianzzerlegung. Sie wissen ja letztlich im Endeffekt, dass die Varianz des beobachteten Teils von Y sich aus der Summe aus der Varianz der erklärbaren und C dann plus des nicht erklärbaren Teils zusammensetzt. Wenn ich jetzt hier dann die Gleichung jetzt hier dann durch die Gesamtvarianz dann teile, habe ich jetzt hier dann auf der linken Seite eine 1 raus
Und auf der rechten Seite habe ich jetzt hier dann die Verhältnisse raus. Und hier dieses Verhältnis, also das Verhältnis zwischen der klärbaren Varianz und der Gesamtvarianz von der Absatzmenge, ist dann das Bestimmtheitsmaß der Regression. Das ist also der Anteil der letzten Endeffekt der erklärbaren Varianz an der Gesamtvarianz, jetzt hier dann von y. Okay, also wie viel Prozent sozusagen ich jetzt hier dann im Prinzip jetzt hier dann von der Absatzmenge erklären kann. Das ist das Bestimmtheitsmaß der Regression. Okay, und das andere Ding ist jetzt hier dann das, was ich dann nicht erklären kann. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise eine 60% erklären kann, 60% von der Varianz kann ich erklären, dann kann ich dann 40% nicht erklären. Das ist sozusagen jetzt hier dann das, was ich jetzt hier dann nicht erklären kann, und das ist das, was dann übrig bleibt, meine Damen und Herren. Ja, also nur, dass Sie sich darüber bewusst sind. Ne? Okay, so, und das wollen wir jetzt hier dann auch mal bei Excel dann ausgeben lassen, aber das erstmal nach der Reihe, damit wir wissen, was wir hier mal ausrechnen. Also wie gesagt, Bestimmtheitsmaß R Quadrat ist jetzt hier dann das Verhältnis der erklärbaren Varianz an der Gesamtvarianz. Also der Varianz des erklärbaren Teils geteilt durch die Varianz des gesamten Teils. Ja? Okay? Oder 1 minus jetzt hier dann des nicht erklärbaren Teils. Also wenn ich 60% erklären kann, kann ich 40% nicht erklären. Das ist die eine Möglichkeit, wie man das ausrechnen kann. Ich rechne es jetzt hier gleich mit der Hand aus, danach jetzt hier dann mit Excel. Ja? Okay? Also, wie gesagt, Bestimmtheitsmaß ist dann die Varianz des erklärbaren Teils durch die Varianz des gesamten Teils. Hier ist jetzt hier dann die Varianz des erklärbaren Teils, also im Prinzip die grüne Varianz durch die blaue, okay, ist das Bestimmtheitsmaß der Regression. Ja, das war's. Oder 1 minus der Anteil des nicht erklärbaren Teils, das steht ja dann hier. Also 1 minus jetzt in dem Fall des nicht erklärbaren Teils, ist jetzt hier genau das Gleiche. Also 1 minus jetzt hier dann die rote Varianz durch die blaue, spielt überhaupt keine Rolle. Okay, dann kommt jetzt hier dann bei beiden dasselbe raus und dann habe ich jetzt hier dann ungefähr 0,64. Heißt also, ich kann 64% von der Varianz der Absatzmenge letztem Endeffekt, okay, hier mit Hilfe den Vertretern erklären. Also wenn jetzt hier im Prinzip jetzt hier dann die Absatzmenge variiert, dann liegt es zu 64% an den Vertretern. Ja, das ist ja das, was ich jetzt hier dann bekommen würde. Okay, also das sagt Ihnen, wie gut ein Regressionsmodell ist. Je größer das Bestimmtheitsmaß, umso mehr können Sie natürlich erklären. Ja, das ist ja, glaube ich, dann auch klar. Das Bestimmtheitsmaß liegt immer zwischen 0 und 1. So, dann geht es weiter, meine Damen und Herren. Ja, also hier nochmal die Interpretation. Das ist jetzt hier dann auch etwas, was Sie kennen. Es gibt eine alternative Formel. Die kennen Sie jetzt hier dann auch im Skript. Okay. Also man kann jetzt hier dann auch, wenn jetzt hier, passen Sie auf, jetzt hier dann beim Bruch mit n erweitere, ja, dann bekomme ich ja, wie gesagt, wenn Sie das jetzt hier dann mit n erweitern, ja, also sowohl im Zähler als auch im Nenner jetzt hier dann mit n multiplizieren, ne, weil wie gesagt, die Varianz ist ja das hier, ne, also die Varianzen berechnen Sie, indem Sie die jeweiligen Quadratsummen durch den Stichprobenumfang teilen, oder Sie können das jetzt hier dann direkt dann rauskürzen, wie Sie wollen, ja, dann haben Sie jetzt hier dann ESS durch TSS, also es geht auch. Okay, oder beziehungsweise 1 minus RSS geht da durch TSS, geht ja dann auch. Okay, also das heißt, das ist jetzt hier eine alternative Möglichkeit, wenn man das jetzt hier dann ausrechnen kann. Also ich kann das auch über die Quadratsumme bestimmen, ja. Okay, die grüne Quadratsumme geteilt durch die blaue. Ja? Okay, die unterscheiden sich jetzt hier dann von den Varianzen immer sowieso nur zwischen und dem Faktorakt. Aber wenn ich jetzt hier dann die beiden miteinander teile, kommt ja sowieso das Gleiche raus. Also warum sollte jetzt hier das anders sein? Ja, ich gebe das jetzt hier aber trotzdem mal ein. Also wenn Sie sich jetzt hier dann davon nochmal überzeugen möchten. Oder 1 minus jetzt hier dann den nicht erklärbaren Teil, da kommt jetzt hier dann auch 64% raus. Also was soll da sonst herauskommen? Okay. Das ist jetzt hier dann Möglichkeit Nummer 2. Ja, also über die, ich kann jetzt hier in dem Fall das Bestimmtheitsmaß über die Varianzen einmal zerlegen. Was war, also Varianzen berechnen, Möglichkeit Nummer 1. So wie das im Skript drin steht, Möglichkeit Nummer 2 über die Quadratsummen. Oder Möglichkeit Nummer 3 mit Hilfe der Korrelation. Das steht dann auch drin, bei einfacher Regression aber nur. Ne? Also bei einfachen Regressionsmodellen kann ich jetzt hier das dann auch über die Korrelation machen. Das ist natürlich die einfachste. Aber dann verstehen Sie die Interpretation nicht, ja, weil wenn ich das jetzt hier in dem Fall dann einfach quadriere, okay, also den Korrelationskoeffizienten einfach quadrieren, dann verstehe ich jetzt hier nicht, warum das jetzt hier in dem Fall die Varianz des erklärbaren Teils jetzt hier dann sein soll oder der Anteil der Varianz, den ich erklären kann. Ja, wie gesagt, also hier der Vorteil, die Rechnung geht natürlich wesentlich schneller, der Nachteil, Sie verstehen die Interpretation nicht, und da man jetzt hier dann beides verstehen soll, also man soll es verstehen und berechnen können, ja, dann mache ich jetzt hier auch beides. Ja. Aber das ist jetzt nur, dass Sie das dann wissen. Okay, wie gesagt, kommt jetzt genau das Gleiche raus. Sie können das aber nur bei einfacher Regression machen, also wenn wir nur eine einzige erklärende Variable haben, ja, sonst nicht.
Okay, meine Damen und Herren, dann schauen wir uns das mal an. Bestimmtheitsmaß, also wie sieht das jetzt hier dann aus? Wie gesagt, aus dem Quadrat des Korrelationskoeffizienten, ja, die Werte stehen ja hier gleich nochmal. Also das waren jetzt hier dann die Werte, die ich ausgerechnet hatte. Ne? Das war die Kovarianz hier unten, das war die Varianz von y, das war die Varianz von x. Hier ist das jetzt hier nochmal dann quadriert. Also wenn Sie das jetzt hier dann einsetzen, kommt dann genau dasselbe raus. Also nehmen einfach den Korrelationskoeffizienten, der war 0,8. Ne? Vielleicht erinnern Sie sich ungefähr, wenn Sie das quadrieren, haben Sie dann 0,64 raus. Das ist jetzt hier dann das Bestimmtheitsmaß der Regression. Also circa 64% jetzt hier in dem Fall der Absatzmenge kann man jetzt hier in dem Fall durch die Vertreter erklären. Alles klar? Okay. Alles klar, meine Damen und Herren. Ja, nur dass Sie sich darüber bewusst sind. Und das ist jetzt hier dann der einfachste Weg. Also Sie können ja hier im Prinzip dann Folgendes machen, wenn Sie das Bestimmtheitsmaß mit Excel berechnen wollen. Gibt es ja mehrere Möglichkeiten auch hier. Sie können das entweder zum Beispiel jetzt hier dann machen, indem Sie dann nehmen die grüne Varianz durch die blaue. Oder 1 minus die rote Varianz durch die blaue. Oder über die Quadratsumme, grüne Quadratsumme geteilt durch die blaue. Oder 1 minus die rote Quadratsumme durch die blaue. Oder die Korrelation zum Quadrat geht alles. Oder jetzt kommt jetzt hier noch die Möglichkeit mit Excel hinzu. Es gibt eine eigene Funktion für das Bestimmtheitsmaß, die heißt Bestimmtheitsmass. Ja, okay. Also nicht Bestimmtheitsmaß, sondern Bestimmtheitsmass. Ja, weil ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Ja, okay, mit 2S. Ja, also nicht mit SZ. Okay, SZ kennt Excel nicht. Sondern jetzt hier dann einfach mit 2s. Ja? Obwohl das jetzt hier dann grammatisch jetzt hier dann nicht ganz korrekt ist, aber gut, egal. Also die Funktion heißt tatsächlich Bestimmtheitsmaß. Ja? Klammer auf, dann müssen Sie wieder die letzte Endeffekt jetzt hier dann den, na, jetzt hier dann den Regressanten eingeben. Der Regressant war jetzt in dem Fall dann die blaue Stichprobe. Deswegen habe ich das eben farblich markiert, damit Sie das hier nochmal auch mal auseinanderhalten können. Also erst y-Werte sind ja hier. Und dann Semikolon, die X-Werte, also die Regress den X-Werte, ne? Das waren ja die Vertreter. Alles klar? Und dann Klammer zu und dann drücken Sie auf Enter und dann haben Sie dann das Bestimmtheitsmaß, ja, ausgerechnet. Alles klar? Okay. So, meine Damen und Herren. Dann, ja, das war's schon mit dem Bestimmtheitsmaß, okay? Das ist, glaube ich, jetzt hier dann mit Excel geht es jetzt hier dann auch über eine eigene Funktion dafür. Das ist das Quadrat der Korrelation, nichts anderes. Okay, Standardfehler der Regression ist jetzt hier dann etwas Neues. Okay, das werden wir auch in meiner Vorlesung machen. Also ich habe das jetzt ein bisschen dann vorgezogen, weil es passt hier ganz gut dazu. Okay, der Standardfehler der Regression ist die geschätzte Standardabweichung der Residuen. Okay, also das heißt, wie würde ich ja im Prinzip die Standardabweichung der Residuen schätzen? Zunächst mal, wenn ich jetzt hier dann die Standardabweichung schätzen möchte, muss ich natürlich die Varianz schätzen. Und ich könnte ja beispielsweise dafür die mittlere quadratische Abweichung der Residuen nehmen. Das sind ja hier dann die Varianz der Residuen, die wir jetzt hier dann ausgerechnet hatten. Ich habe das jetzt hier nochmal berechnet, also die Varianz, das war die Varianz von der roten Stichprobe, ne? Die kennen Sie ja. Ne? Also 1 geteilt durch n, also ein Achtel mal die Summe der quadrierten Residuen, weil der Mittelwert der 0 ist. Ne? Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Aber der Mittelwert ist 0, ja, deswegen, also der Mittelwert der Residuen ist 0, deswegen habe ich jetzt hier einfach nur die Summe der Quadrate geteilt durch 8. Und das ist jetzt hier dann die mittlere quadratische Abweichung der Residuen, meine Damen und Herren. Okay, das hatten wir schon ausgerechnet. Das war die jetzt in dem Fall die mittlere quadratische Abweichung der roten Werte. Okay, über die Varianzzerlegung hatten wir den schon. So, das ist aber kein guter Schätzer jetzt im Endeffekt jetzt hier dann für die Varianz der Residuen. Ja, wenn ich jetzt hier dann die Varianz der Residuen aus der Grundgesamtheit schätzen möchte, ist die mittlere quadratische Abweichung kein guter Schätzer. Sie müssen es jetzt nämlich um die Anzahl der Freiheitsgrade korrigieren. Na, und Sie wissen das ja schon mit den Freiheitsgraden und so. Anzahl der Beobachtungen minus Anzahl der zusätzlich zu schätzenden Parameter. Okay? Aber, meine Damen und Herren, also hier haben Sie jetzt in dem Fall die Summe, letzten Endeffekt, ja? Die Summe der quadrierten Residuen. Also übrigens, die eckige Klammer ist dieses RSS, ja, wenn Sie das jetzt hier nochmal sehen, ja? Okay, also die Summe der quadrierten Residuen teilen Sie aber nicht durch die Anzahl der Beobachtungen, sondern durch die Anzahl der Freiheitsgrade. Und meine Damen und Herren, im Regressionsmodell, also zumindest im einfachen Regressionsmodell, ist die Anzahl der Freiheitsgrade nicht 8 minus 1, sondern 8 minus 2. Warum? Naja, weil wir jetzt in dem Fall zwei zusätzlich zu schätzende Parameter haben, na, wenn wir jetzt hier dann die Varianz des nicht erklärbaren Teils jetzt hier dann nochmal schätzen wollen. Warum? Naja, welcher sind das? Nämlich Achsenabschnitt und Steigung. Ja? Daraus haben wir jetzt hier dann die erklärbaren Werte berechnet und die nicht erklärbaren Werte einfach durch die zwischen Differenz zwischen y und y Dach. Ne? Okay? Und da wir jetzt hier dann y Dach brauchen, ja, brauchen wir natürlich jetzt hier dann dafür Steigung, Achsenabschnitt der Regressionsgrade und das sind ja Selbstschätzer. Okay, deshalb, und die gehen jetzt dann mit ein und die Anzahl der Beobachtungen minus Anzahl der zusätzlich zu schätzenden Parameter
sind jetzt in dem Fall die Freiheitsgrade. Hier in dem Fall ist die Anzahl der zusätzlich zu schätzenden Parameter nämlich 2, ja, weil wir jetzt hier nochmal 2 zusätzliche Parameter haben, jetzt sind dann die schätzen müssen, nämlich Steigung und Achsenabschnitt der Regressionsgrade. Okay, alles klar, also hier dann, wenn wir die Varianz der Störvariablen schätzen wollen, müssen wir natürlich jetzt hier nochmal wie jeder Varianzschätzung auch ebenfalls um die Freiheitsgrade korrigieren, aber bei den Freiheitsgraden haben wir jetzt hier dann in dem Fall n-2 statt n-1, wie üblich, okay, wenn wir jetzt hier eine Erwartungstreuschätzung dann bekommen möchten. So, also hier im Prinzip, und der Standardfehler ist dann nichts anderes als die Wurzel aus diesem ganzen Zeug. Ja? Das heißt, der Standardfehler der Regression wird die Wurzel aus diesem Zeug sein. Ja? Das können Sie jetzt hier dann nochmal für die folgende, aus der folgenden Form jetzt hier dann berechnen. Geht natürlich nur bei einfacher Regression, weil bei multiple Regression habe ich dann andere Freiheitsgrade. Aber wie gesagt, bei einfacher Regression ist die Anzahl der Freiheitsgrade n-2. Okay, also dann berechne ich jetzt hier dann einfach die Wurzel aus dem Zeug. Ja? Wurzel aus dem letzten Endeffekt ja, ne, die 1 geteilt durch die Anzahl der Freiheitsgrade mal die Summe der quadraten Residuen. Okay, oder so kann ich das hier dann aufschreiben. Oder die Summe ist jetzt in dem Fall dann RSS. Okay, also RSS geteilt durch in dem Fall n-2 und nicht n und auch nicht n-1, ja, wenn ich jetzt eine Erwartungsverschätzung habe und daraus die Wurzel. Alles klar? Okay, so, das war's. Das ist jetzt wieder der Standardfehler der Regression. Das ist also die geschätzte Standardabweichung des nicht erklärbaren Teils, jetzt hier dann von der Absatzmenge hier in unserem Beispiel, also des nicht erklärbaren Teils von Y. Okay, also sprich, wenn ich jetzt hier dann sozusagen eine Schätzung dafür haben möchte, wie jetzt hier in dem Fall die Punkte um die Regressionsgrade steuern, ne? Weil das sind ja die Abweichungen, die jetzt hier damit reingehen. Ne? Okay, alles klar. Also hier in dem Fall, das ist jetzt hier eine Erwartungstreuschätzung dafür. Okay, deswegen schreibe ich jetzt hier nochmal dazu. Also das ist jetzt geschätzte Standardabweichung der Störvariablen oder sozusagen, wenn ich das erwartungstreu schätzen möchte. Okay, muss ich ja über die Freiheitsgrade dann korrigieren. Das ist die Interpretation Nummer 1. Aber die Interpretation Nummer 2, die man eigentlich jetzt hier in der Praxis benutzt dafür, für diese Kennzahl, ist jetzt hier dann nichts anderes als der mittlere Prognosefehler des Regressionsmodells. Deswegen hat man jetzt in dem Fall dann auch das jetzt hier noch so genannt. Okay? Also wenn ich jetzt sozusagen mit dem Regressionsmodell prognostizieren will, liege ich ja vielleicht mit meiner Prognose ja ab und zu daneben. Ja, nur weil ich ja zum Beispiel jetzt hier dann weil es etwas erwarte, bedeutet das jetzt hier auch nicht, dass ich das unbedingt auch beobachten werde. Ja, das ist nur, dass ich darüber bewusst bin. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Jetzt im konkreten Fall berechnen wir das erstmal und dann interpretiere ich das und so. Also RSS war die Summe der quadrierten Residuen. Das kennen Sie ja schon. Also Sie haben die Residuen, quadrieren Sie, summieren Sie auf, dann haben Sie das jetzt hier. Okay. Und damit berechne ich im Prinzip jetzt hier dann den Standardfehler der Regression. Den Standardfehler der Regression hier bei dieser Formel, das ist jetzt hier dann das Einfachste, okay, indem ich jetzt hier dann Residual Sum of Squares durch n-2, also durch die Anzahl der Freiheitsgrade teile und daraus die Wurzel ziehe. Das ist ganz einfach, okay. Alles klar, das heißt in dem Fall Wurzel aus 1 geteilt durch n-2 mal die Summe der quadraten Residuen und das ist jetzt hier dann der Standardfehler. Alles klar, also das, wie gesagt, das hatten wir in der Vorlesung noch nicht, also in der offiziellen Vorlesung hatten wir das nicht, aber da werde ich es nochmal machen, ja, also keine Sorge, ich habe das jetzt hier nur quasi mit in die Regression jetzt hier dann reingeballert, ja, weil sonst das Ganze jetzt hier so ein bisschen auseinanderfallen würde. Okay, so sieht es dann aus, alles klar. Und ja, das sind jetzt hier dann die Werte und dann setzen Sie das einfach an. In der Taschenrechner kommt jetzt hier dann 3,685 heraus. Das sind jetzt hier dann 3.685 Stück. Das sind jetzt hier dann die Stückzahlen jetzt hier dann für die Absatzmenge. Okay. Und das ist jetzt hier dann der mittlere Prognosefehler des Modells. Ich werde Ihnen das jetzt hier mal konkret anhand eines Beispiels jetzt hier nochmal zeigen, was ich mit diesem mittleren Prognosefehler meine. Also stellen Sie sich mal vor, das hatte ich jetzt hier auch in der Vorlesung, dieses Beispiel mal angenommen. Sie möchten jetzt hier in dem Fall 20 Vertreter irgendwo in den neuen Regionen einsetzen, dann ist die Frage, mit welcher Absatzmenge können Sie dann rechnen, ja, mit der Absatzmenge, die Sie dann rechnen können. Das ist jetzt hier dann das, was ich jetzt hier dann auch dann tun würde, okay, und dann sehe ich jetzt im Prinzip jetzt hier dann einfach zu, dass ich das einfach jetzt so den Wert 20 in die Regressionsgrade einsetze, weil das, was ich jetzt hier dann mit dem Wert jetzt hier dann rechnen kann, ist ja auch die Menge, die ich jetzt hier dann erwarten würde und die das, was ich dann erwarten würde, ist ja wiederum das, was ich dann erklären kann. Also Sie nehmen jetzt einfach diesen Wert 20, setzen das in die Regressionsgrade dann ein. Okay, dann haben Sie jetzt hier sozusagen die erwartete Absatzmenge jetzt hier für sich aus diesem Beispiel, ja, bei 20 Vertretern. Das können Sie jetzt hier dann eigentlich auch ganz leicht dann tun. Okay, und da kommt jetzt hier dann ungefähr 36.848 heraus. Es ist nur die Frage, nur weil ich 20 Vertreter einsetze,
bedeutet es natürlich nicht, dass ich jetzt hier dann immer 36.848 jetzt hier dann herausbekommen werde. Im Durchschnitt vielleicht schon, aber nicht zwangsweise. Manchmal habe ich ja gute Tage, manchmal habe ich aber schlechte Tage. Das heißt, dieser Wert wird vermutlich dann schwanken. Und dann ist die Frage, um wie viel? Also um wie viel wird jetzt hier dann der tatsächliche Wert jetzt hier von dem erwarteten Wert dann schwanken? Und das kann ich jetzt hier dann beantworten, und zwar mit dem Standardfehler der Regression. Ich kann das jetzt hier nämlich schon abschätzen, denn der Wert, um das jetzt hier dann schwanken wird, ist natürlich jetzt hier dann die Standardabweichung oder die geschätzte Standardabweichung des nicht erklärbaren Teils. Weil der Wert jetzt hier dann, um den das jetzt hier dann, was ich jetzt hier dann nicht erklären kann, ist ja das jetzt hier dann, was jetzt na, im Prinzip ja dafür sorgt, dass der Wert ja davon abweichen würde. Okay, deshalb, ja, ist dann mein Prognosefehler sozusagen oder mein mittlerer Prognosefehler dann auch jetzt hier dann der Standardfehler der Regression, denn die Standardfehler der Regression ist dann die geschätzte Standardabweichung des nicht erklärbaren Teils. Alles klar? So, meine Damen und Herren. Na gut, und dann, ja, dann, wie gesagt, machen wir das ja. Ja, okay, das ist jetzt hier dann, können wir das jetzt hier nochmal bestimmen. Das ist jetzt hier nicht mehr schwierig. Das berechnen wir jetzt hier dann aus dem RSS. Ja? Also die Standardfehler der Regression berechnen wir aus dem RSS. Wir bestimmen jetzt dann die Freiheitsgrade, Anzahl der Beobachtungen minus 2. Wir haben jetzt dann zwei Parameter. Das kann ich jetzt hier in dem Fall dann auch jetzt hier dann eingeben. Also Anzahl der Beobachtungen jetzt hier des Regressanten, ne, können wir zum Beispiel jetzt hier dann eingeben, ja, minus 2. Okay, also 8 minus 2 sind 6. Ja, okay, da kommt jetzt hier einfach nur 6 raus. Das sind jetzt hier dann die Freiheitsgrade, sind 6. Okay, und ja, und dann, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann jetzt hier dann beispielsweise den Standardfehler dann ausrechnen, indem ich dann RSS, ne, also der Wert RSS, diese 81,4545, ja, den einfach anklicke und daraus die Wurzel nehme. Also Wurzel aus, Klammer auf, ja, RSS, ja, und geteilt durch, ist jetzt hier dann Schrägstrich, also ne, geteilt durch die Anzahl der Freiheitsgrade, dann Klammer zu, und dann haben Sie jetzt hier dann den Standardfehler der Regression dann bestimmt. Okay? Und wenn Sie den Standardfehler der Regression bestimmt haben, dann können Sie das jetzt hier dann, na, also wie gesagt, über diese Formel können Sie das jetzt hier dann einfach eingeben. Ja. Es gibt auch eine eigene Funktion dazu bei Excel. Ja. Also es gibt eine eigene Funktion, mit der man den Standardfehler bestimmen kann. Aber ich mache das jetzt hier mal aus Spaß, habe jetzt hier einfach mal so. Klammer zu, Enter drücken und dann haben Sie es. Okay? Und das ist jetzt genau der gleiche Wert. Ist ja nicht überraschend. Okay? Alles klar? Und dann, wie gesagt, kommt das jetzt wieder noch heraus. So, das war's dann schon, ja, okay, und jetzt gibt es jetzt hier noch eine Größe, und zwar, das ist der Standardfehler der Steigung. Den hatten Sie auch noch nicht in der Vorlesung, den werde ich jetzt hier nochmal vorziehen, das kommt dann später nochmal in Kapitel 12. Okay, also das kommt jetzt hier dann ganz spät, aber ich schieb das jetzt hier dann mal mit rein, dann werden Sie das so ein bisschen dann sehen, und dann dort werden Sie das nochmal sehen, also das werde ich jetzt hier nochmal ausführlich wiederholen, keine Sorge. Das ist die Formel dafür, nicht erschrecken, also der Standardfehler der Steigung. Das brauche ich jetzt hier dann für Parametertests, ja? Weil auch für die Steigung mache ich ja im Prinzip eine Prognose, also für die Umsatzsteigerung, denn die Steigerung ist ja selbst letztlich im Endeffekt ein Prognosewert für die Steigerung der Absatzmenge und damit, ja, wie gesagt, also ich hatte jetzt zum Beispiel dann raus, meine Absatzmenge steigt ja um 1515 Stück im Durchschnitt, wenn ich einen Vertreter jetzt in dem Fall dazu nehme und dieser Wert wird natürlich auch schwanken. Ne? Okay, das heißt, das wird jetzt hier dann auch letztlich im Endeffekt einem Prognosefehler unterlegen sein und diesen Prognosefehler kann ich jetzt hier dann, also die Prognosefehler für die Absatzsteigerung, ja, also für die Steigerung jetzt in dem Fall, ist dann der Standardfehler der Steigerung und das ist die Formel dazu. Das werde ich jetzt hier in dem Fall nicht erklären, okay? Die Werte, die ich jetzt hier dann aber dafür brauche, kann ich jetzt hier einfach nur rekombinieren. Also das ist jetzt hier dann der Standardfehler der Regression. N ist jetzt hier dann die Anzahl der Beobachtungen und dx ist jetzt hier dann die Standardabweichung von der erklärbaren Variable gewesen. Wie gesagt, die Formel werde ich jetzt hier dann nicht erklären in diesem Beispiel, sondern dann erst, wenn wir das in der Vorlesung haben, ja? Okay, aber Sie können sich jetzt hier dann diesen Wert jetzt hier einfach dann ausgeben lassen. Das ist jetzt hier nämlich letzte Endeffekt dann schwierig. Okay, das werde ich jetzt hier nur nochmal gleich tun. Also das ist jetzt hier noch die letzte Kennzahl, die ich jetzt hier dann im Rahmen der Regressionsanalyse jetzt hier nochmal berechne. Hier sehen Sie nochmal die exakten Werte. Okay, also hier nochmal, das ist jetzt hier dann der Standardfehler der Regression. Das ist jetzt das hier nochmal ausgeschrieben. 1 geteilt durch Wurzel aus 8. 8 war jetzt hier dann die Anzahl der Beobachtungen. 7,734375 war die Varianz von x. Und wenn ich daraus die Wurzel ziehe, habe ich jetzt schon eine Abweichung. Okay. Alles klar, so, dann, wie gesagt, die Formel brauchen Sie jetzt erstmal nicht zu verstehen. Ich habe das jetzt hier einfach nur geplottet, um jetzt hier dann die Vollständigkeit jetzt halber, weil das ist jetzt hier die einzige Kennzahl, die wichtig wäre jetzt in diesem Zusammenhang, die noch fehlt. Also der Prognosefehler für die Steigung sozusagen, ja, Prognosefehler für die Steigung. Okay, im Prinzip, weil die Steigung ist ja selbst eine Prognose für die Absatzmenge.
Okay. Und dann ist jetzt hier dann 0,468. Also nochmal, um das jetzt hier nochmal zu interpretieren. Ich habe herausbekommen, die Steigung der Regressionsgrade war 1,515. Heißt also im Konkreten folgendes, ein Vertreter mehr bringt mir im Durchschnitt eine Steigerung der Absatzmenge von 1515 Stück. Aber natürlich nur im Durchschnitt, ja? Denn meine Absatzmenge steigt nicht jeden Fall um 1515 Stück, sondern dieser Wert wird natürlich schwanken. Und dann ist die Frage, um wie viel? Und dann hier steht es, um 0,468, also 468 Stück. Also das heißt, ich kann sagen, meine erwartete Steigerung der Absatzmenge ist dann 1515 Stück plus minus 468. Okay, das ist jetzt sozusagen der Bereich, wo sich jetzt hier meine Absatzsteigerungen dann befinden werden. Alles klar? So, meine Damen und Herren, und den berechne ich jetzt hier nochmal dann zusätzlich dazu. Erwartete Prognosefehler für die Steigerung ist es ja nichts anderes. Okay, also im Prinzip aus den Werten, die ich jetzt hier dann einfach nochmal habe, setze ich das jetzt hier dann einfach zusammen. Okay, hier sehen Sie es ja dann. Okay, also im Grunde genommen, ja, dann sehen Sie das jetzt hier nochmal auch. Hier die Quadratsumme, die geht jetzt hier nochmal dann ein. Die Quadratsumme von x, dann gucken Sie mal, hier steckt die dann drin. Also wenn Sie dann n mal die Varianz von x nehmen, haben Sie die Quadratsumme von x. Und wenn Sie daraus die Wurzel nehmen, kann ich ja dann damit teilen. Also ich bereite das jetzt hier mal vor. Ich mache jetzt hier einfach Copy and Paste. Ich drücke jetzt hier dann da drauf, mache jetzt hier einfach Kopieren, ja, also Steuerung C. Dann hier daneben dann nochmal einfügen. Okay, dann habe ich jetzt hier dann die Quadratsumme aus den Vertretern raus. Und diese Größe kann ich dann wiederum nehmen für den Standardfehler der Steigerung. Okay, weil wie kann ich jetzt hier dann nochmal benutzen? Hier für den Standardfehler der Steigerung. SE steht für Standard Error. Okay, also jetzt hier dann für den Standardfehler für die Steigerung dann. Okay, für den Achsenabschnitt kann man das auch berechnen, aber für die Steigerung reicht es erstmal. Okay, so, Standardfehler der Steigerung, also wie gesagt, den normalen Standardfehler geteilt durch Wurzel aus der Quadratsumme zu x, das war die Formel, okay, also geteilt durch und dann Wurzel aus, Klammer auf, und dann kommt jetzt hier in dem Fall die Quadratsumme da rein, Klammer zu, ne? Okay, also Strich, also Schrägstrich heißt ja geteilt durch, und dann drücke ich auf Enter und dann war es das, okay, und das war's, meine Damen und Herren, okay, das war jetzt hier dann sozusagen diese paar Tricks, wie man jetzt hier so mit Excel das dann machen kann. Ich bin jetzt hier vielleicht mal offen für Ihre Fragen und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Eventuell haben Sie noch mehr, aber vielleicht eine Kleinigkeit, was Sie mir dann sagen möchten oder irgendwas. Also morgen, wie gesagt, findet nochmal regulär die Vorlesung statt. Na, die 27.2. ist hier so ein kleiner Einschub hier. Na, bisschen sollen wir das jetzt hier nochmal machen. Okay. Haben Sie vielleicht nochmal Fragen? Nehmen, was wir gemacht haben. Also wie gesagt, hier so eine kleine Anwendung mit Excel. Gehen Sie das nochmal in Ruhe durch. Das war vielleicht ein bisschen schnell für den Anfang. Ja. Okay, kann ich mir schon vorstellen, ja, dass das eventuell vielleicht Probleme bereitet. Okay, und sehen wir uns dann morgen, wie gewohnt, ja, zur richtigen Zeit. Ja. Und es wird dann auch einen zweiten Teil dazu geben und da mache ich dann die Hypothesentests mit Excel. Okay, Hypothesentests mit Excel und auch die auch mit R mache ich das dann auch zusätzlich. Das wird jetzt hinterher der zweite Teil, ja, also damit Sie noch eine kleine Anwendung sehen. Okay? Ich lade auch dazu jetzt hier die Lösungsdatei hoch, die ich jetzt hier dann gemacht habe. Okay, das heißt, die werden Sie dann auch nochmal sehen, dann müssen Sie das nicht von vorne machen. Alles klar? Okay. So, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ja, der harte Kern ist dabei. Wir sind jetzt zwar jetzt nicht mehr so viele wie am Anfang, aber ich meine, es ist auch spät. Ja. Sie haben ja das Video, da können Sie sich nochmal das Video anschauen. Ich werde das jetzt hier dann auch in die Playlist hier mit aufnehmen. So also als kleine Wiederholung dazu, als Ergänzung. Ja. Okay, alles klar. So. Wer sich jetzt hier noch alles die Vorlesung dann anschaut, ja, da sind wir jetzt mehr mit. Okay, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich warte mal vielleicht ein paar Minuten. Eventuell möchten Sie mich was fragen. Ansonsten, wie gesagt, machen wir nochmal Schluss. Probieren Sie es nochmal aus. Okay, das sind jetzt die einfachen Befehle. Funktionieren bei jeder Version. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal so eine alte Version genommen. Ja, um jetzt hier nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, dass da das, was jetzt hier dann bei der neuen, also auch bei der neuen Version, wird das ja genauso funktionieren wie bei der alten. Okay, die neue kann natürlich noch ein bisschen mehr als die alte. Deshalb, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Die Sachen funktionieren jetzt hier auch bei der alten. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, das weiß ich auch. Aber das ist jetzt hier erstmal als Einstieg vielleicht mal ganz gut, wenn Sie so ein bisschen da mit Excel da arbeiten. Okay. Insbesondere mit den Dollarzeichen. Ich glaube, das war vielleicht ganz sinnvoll, wenn Sie das kennen. Okay. Oder mit den Matrizenbefehlen.
Okay. Ist auch nicht schlecht. Gut, meine Damen und Herren. Okay, also wir werden auch mal eine richtige Anwendung haben. Ich meine, das ist jetzt so ein Clumsy-Beispiel. Aber das sollten Sie natürlich auch, das benutze ich jetzt hier dann einfach nur, um das zu erklären. Okay, alles klar. Gut, meine Damen und Herren, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns dann morgen um 12 Uhr. Und die Sachen lade ich jetzt hier dann auch wie gewohnt hoch und alles läuft dann wie gewohnt weiter. Und morgen machen wir die 27. Vorlesung. Und ja, das wird jetzt hier eine kleine Serie. Das heißt dann, lineare Regression Teil 2 ist dann auch für Sie schon die Vorbereitung. Das wird jetzt hier dann auch das nächste Video sein. Okay? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich danke, dass Sie dabei waren und lassen Sie sich gut gehen und wir sehen uns dann morgen. Bis gleich. Also bis dann. Ja, sind ja ein paar Stunden, aber bis dann.